Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recherchen und Archiv, dem hallo. Besten Aachener Drei-Fragezeichen-Podcast. Ja, der einzige, ja. Den besten allerdings. Aber wir haben uns eine neue Folge vorgenommen. Der verschwundene Schatz. Wir wollten nochmal irgendwie in die älteren Folgen vordringen, nachdem wir jetzt hintereinander zweimal so neue Folgen besprochen hatten. Ja. Und dann haben wir uns irgendwie auf den verschwundenen Schatz geeinigt. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, ja, weil wir jetzt einfach zu den alten Folgen wollten. Und ich weiß, dass ich die Idee hatte, wenn mich im Forum einer von uns, von unseren Hörern dazu gebracht hat, der geschrieben hat, dass er sich das wünschen würde, mal den verschwundenen Schatz vorzunehmen, weil er aus dem nicht ganz schlau werden würde. Okay. Und deswegen habe ich das zumindest vorgeschlagen. Ich glaube, ihr seid einfach mitgegangen. Jo. Ja, es ist super schön, nochmal zurück auch in die nostalgische Ecke zu gehen. Und da gehört die Folge auf jeden Fall für mich hin. Auch. Ja. Ja. Ich fand es jetzt verlockend, weil ich mich ja in den alten Folgen eigentlich zu Hause fühle und trotzdem der verschwundene Schatz für mich so eine und der ferner liefen ist, witzigerweise. Okay. Mhm. Ich habe die nie so bewusst auf dem Schirm gehabt. Ich wusste, okay, da geht es um Gnome und irgendein Japaner spielt damit. So. Aber die war nie so präsent wie jetzt andere Folgen, wie jetzt zum Beispiel Phantomsee oder sonst was. Ja. Also die war so zwischendrin, weil sie ja auch eingekeilt ist zwischen zwei großartigen Folgen, nämlich dem Tanzenden Teufel vorher und Aztekenschwert danach. Ja. Ich glaube, das war halt einfach, die Folge hatte mein großer Bruder auf Kassette und die anderen glaube ich erstmal nicht. Das heißt, ich habe diese Folge viel früher gehört und habe zu der eine viel stärkere Beziehung als zu den anderen, die du gerade genannt hast. Also Nee, mir geht's da eher wie Stefan, weil ich habe die relativ wenig gehört. So, ich kenne die zwar und die Handlung auch, aber die hat mich jetzt nicht zum Immer-Wieder-Hören animiert. Aber das Nostalgische habe ich auch. Das habe ich nochmal beim Durchhören gehört. Deswegen, ich musste sie auch wieder mit alter Musik hören, weil mit der neuen, das funktioniert für mich einfach nicht. Ich habe die einmal gehört mit neuer Musik und habe mir so gedacht, ja, Handlung, okay, alles klar. Dann habe ich die mit alter Musik gehört und ich war wieder voll so, boah, wie geil, ja, damals. Und ich habe mich wieder voll so fühlen können. Ja, ich glaube, das spielt eine große Rolle. Und das Spannende ist ja, Leute, die später zu den drei Fragezeichen gestoßen sind, höre ich oft, dass die mit den ganz alten nichts anfangen können. Weil die sagen, what? Das sind doch nicht die drei Fragezeichen. Nach den neuen Folgen jetzt nochmal zurück zu der alten, weil man doch viele Unterschiede merkt. Und ja. Ich meine, man muss auch einfach sagen, ich habe jetzt nochmal geguckt, die Folge ist halt 1981 als Hörspiel erschienen. Das ist mal geschmeidige 38 Jahre her. Also da war ich schon Tonband gehabt. Ne? Die hat halt wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. So. Da war ich noch in Planung. Ja. Ist halt natürlich auch entsprechend eine Folge 22 und noch von Robert Arthur. Und es gibt noch den guten alten Hitchcock. Oh ja, das ist toll, vor allem was das Buch betrifft, sag ich euch. Die Sprecher sind auch noch anders drauf. Da müssen wir gleich noch mal kurz zu, glaube ich. Ja. Und es ist eine Folge, die auch nur 43 Minuten hat. Das heißt, wieder irgendwie auch deutlich kürzer, komprimierter, finde ich spannend, mit euch da gleich drüber zu quatschen. Das Buch hat übrigens 144 Seiten, während die neuen Bücher in etwa immer 120 Seiten haben. Also das ist nochmal ganz spannend. Okay. Das Buch ist auch, finde ich, umfangreicher, kommt dichter rüber als tatsächlich das Hörspiel. Aber Klappentext wäre, glaube ich, ganz gut. Wer möchte ihn vorlesen? Ich habe ihn gerade hier liegen, genau. Gerade als Justus, Bob und Peter eine Ausstellung japanischer Kunstschätze besuchen, wird dort ein besonders wertvoller, juwelenbesetzter Gürtel gestohlen. Zu dumm, dass der japanische Sicherheitsbeamte die drei jungen Detektive nicht bei der Aufklärung des dreisten Diebstahls helfen lassen will. Aber dafür hat Alfred Hitchcock einen neuen, ziemlich mysteriösen Fall für sie. Eine alte Dame wird angeblich Tag und Nacht von kleinen Gnomen belästigt. Versteht sich, dass die drei Fragezeichen nicht an Gnome glauben. Aber was sind es dann für merkwürdige kleine Gestalten, die sie mit eigenen Augen beobachten? Während sie noch rätseln, sitzen sie plötzlich in der Falle und werden ohnmächtige Zeugen eines raffinierten Bankraubes. Führt eine Spur vom Bankraub zum Gürteldiebstahl? Justus kombiniert schneller als die Gauner. Mit Köpfchen und polizeilicher Hilfe wird auch dieser knifflige Doppelfall gelöst. Da ist ja schon alles mit erzählt. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiter zu besprechen. Ne? Stimmt aber nicht. Nee. Weil Justus, finde ich, wenig beiträgt. Aber dazu kommen wir noch. Ja? Doch. Ja, vielleicht ganz am Schluss. Doch. Aber eher so. Aber es ist wieder ein sehr ausführlicher Klappentext, der, finde ich, auch sehr weit in die
also so in die Chronologie der Folge geht und nicht nur mal eben so ein bisschen Spannung teast. Ne? Ja. So. Ich sehe gerade, der Klappentext auf dem Buch, was ich hier habe, der endet vorher. Der endet bei werden ohnmächtige Zeugen eines raffinierten Bankraubes. Punkt. Ende. Okay. Ja. Also gibt es da wahrscheinlich auch verschiedene Klappentexte zu. Ich weiß jetzt nicht, wie der... Ich meine, Stefan, du hast da noch ein anderes Buch hier liegen. Im Innenteil ist der noch mal länger. Ah. Sehe ich gerade im Einband. Ja. Okay. Weil das finde ich auch tatsächlich total spannend. Stefan, du hast Bücher mitgebracht, ja. Allerdings auch zwei Bücher ja. mitgebracht, was direkt so Richtung Cover-Betrachtung perfekte Überleitung ist. Ja, also zum einen das Cover, das vermutlich alle kennen, das auch immer noch das offizielle ist, mit einem... Naja, also eindeutig japanisch aussehenden Menschen, wobei japanisch in dem Sinne eher wie ein Samurai, also diese Frisur wie ein Samurai, genau. Ja. Auch deutlich asiatische Gesichtszüge trägt er. Schlecht gelaunte ja. Gesichtszüge. Ja, er ist schlecht gelaunt. Es sieht so aus, als hätte er etwas über der Schulter. Man kann es auf diesem Bild nicht erkennen, ob es ein Sack ist oder ein Umhang. Ja. Da hilft das nächste Bild. Genau. Während das nächste Bild im Prinzip einen Menschen zeigt, der genau gleich gekleidet ist, der aber ein verdunkeltes Gesicht hat. Mit einer Kappe? Mit, nee, ja, sieht oder? Aus wie nee, eine große Nase. Eine sehr große Nase sein. Das fände ich aber seltsam. Also ich denke ja. eher, dass das eine Mütze sein soll oder eine, sowas. Eine Schirmmütze. Ja, eine Kappe. So wie ihr eine aufhabt. Genau. Ja. Und einen durch den Sack trägt und einen Schlüsselbund. Ja. Und das ist natürlich spannend, weil weder das eine noch das andere Cover mit dem Fall irgendwie was zu tun haben. Aber sag mal, das, was hier, wo man den Menschen ganz sieht, das ist älter, ne? Das ist das Ältere. Das ist das Ältere. Und das sind beides Eiger Rasch? Richtig, da war ich auch überrascht. Beide Entwürfe sind von Eiger Rasch. Wir tun die auch auf die Webseite, da kann man sich das angucken, die Unterschiede. Auf dem neuen ist es auch signiert. Ne, ja. Da ist das AR drauf, auf dem alten ist es nicht drauf. Nee, aber ich habe geguckt, also wenn man mich jetzt nicht betobt hat und hat ein altes Buch in noch älteren Umschlag getan oder so. Ne? Ja, ja, das wird wertvoll wie Sau jetzt. Dann steht da auch Eiger Rasch drauf. Ja, so. Es ist ja. die vierte Auflage, das Buch. 1977 war die erste ja. Auflage. Ja. Also ich denke, sie hat sich dann nochmal versucht. Aber das Spannende ist natürlich, ja, also der Japaner, das so viel sei ja verraten, ist der Wächter der Dollar Delivery Company. Ja. Ich, Saito Togati. Ja, und der meine ist ja nicht der, der ist ja nicht der Böse. Und dann kommen mir drei dumme Jungen mit sowas. Ja. Geht. Ja. Aber voll. Ich, ganz ehrlich, ich finde dieses neuere Cover, das ist das Cover, was ich kenne ja. und ja. wo eben auch so mein kindlich nostalgisches Herzblut ja. dranhängt. Und das kann ich schon vorwegnehmen, diese ganze Geschichte mit dem, einfach das japanisch-asiatische da, das hat für mich einen stärkeren Eindruck auch hinterlassen in der Erinnerung, als diese ganze Nummer mit den Gnomen, komischerweise. Ach, ja. Ich weiß nicht genau warum, es ist auch eigentlich inhaltlich nicht zu rechtfertigen, aber insofern, dieses Cover ist für mich ein super starkes Cover. Ich kann es aber nur begründen mit total emotional persönlichen Jürgen, hast du dich da so, die Eiger Rasch bei dir da so einen Fokus gesetzt, sozusagen? Weil ja, ich finde es auch irreführend auf dem Cover. Total. Ja, also es ist vorverurteilend. Rassismus. Ja, nein, so weit möchte ich nicht gehen. Auch Japaner, können Diebstähle begehen. Nein, aber... Ach komm, wenn schon irgendwie hier, dann müssen die Lilliputaner diesmal dran glauben. Ja, oder? Also, komm. Die sind's. Das ist ja schon fast die KKG hier. Ja, das stimmt. Die Japaner, die auch. Lilliputaner. Ja. Ja, aber es ist irreführend. Aber darauf werden wir noch kommen. Also es ist, finde ich, von mir gefällt es als Cover nicht sehr gut. Und wahrscheinlich habe ich als Kind dann auch den Bogen drum gemacht. War ja teuer, 20 Mark so eine Platte, ne? Und dann habe ich gedacht, was, wieso, dann nehme ich doch den Tanzenden Teufel. Ne? Ja, auf jeden Fall catchiger. Verschwundene Schatz, ist mir doch egal. Ja, der ganz echt, der Titel ist erstmal sehr... Allgemein, vage, so, ja. Ist ja immer irgendwie ein Schatz verschwunden. Also, es ist erstmal, es ist ja eigentlich eine Gruselfolge. Es ist auch als solche ja angelegt, so ein Stück weit. Ja. Aber das kommt weder im Titel noch im Cover irgendwie zur Geltung. Das stimmt. Das ist schade. Irgendwie. Eigentlich, weil ja gerade die drei Fragezeichen. Nehmen können. Hä? Das hätte sich doch angeboten. Ja.
Ja. Naja. Ja, wir sind ja aber auch nie zufrieden. Ne? Wir sind nicht zufrieden. Ja, also gerade was die Cover und so angeht, das ist, ich meine, so genau so ein bisschen Nörgelei gehört ja. Ne? Ja, aber ein Kobold, das ist ja nicht viel Fantasie, um da einen Kobold reinzumalen. Oder? Oder ist es dann zu viel verraten? Nee, wird ja sofort im zweiten Kapitel schon, kommt er ja mit seinen Gnomen da. Ja, ja, ne? Das ist direkt schon. Es ist halt eine Menge, was passiert. Deswegen lass uns mal reinstürzen in Szene Nummer 1, wo wir mit dem Japanischen ja erstmal noch ganz gut beraten sind. Ne? Ja, inhaltlich. Genau. Das ist Ausstellung in Rocky Beach. Und im Museum, also in einem Museum, ist eine Edelstein-Ausstellung zu sehen. Und die drei Fragezeichen sind da, weil sie sich so dafür interessieren, glaube ich. Denn Justus interessiert sich eher dafür, wie stark bewacht die eigentlich. Ich finde es aber auch cool. Man kriegt so vermittelt, also die Kinder kriegen vermittelt, das ist so ein kulturelles Großereignis in der Stadt. So ein bisschen Kultur hat noch keinem geschadet. Geht da mal hin. Und ich glaube, es ist sogar auch gerade irgendwie Kinderbesuchstag oder sowas. Das kommt später raus, genau. Ja, Kindertag, ja. Aber und deswegen schönes Angebot auch. Und dann so, ja, dann nehmen wir das doch an und gehen auch mal hin. Und sogar die Pfadfinder sind da. Ja, und die so. Zahlen nämlich nichts. Im Buch wird das erwähnt, die müssen nichts bezahlen. Ja. Ich glaube, das ist auch an vielen Stellen heute noch so, ne? Das Pfadfinder nichts bezahlen müssen. Ach so, nee, Kinder. Ach so. Ja, Kinder müssen die Hälfte bezahlen. Ja, ansonsten könnte ich ja jetzt noch überall hingehen und sagen, ich will umsonst rein, ich bin Pfadfinder. Weil einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder. Ja, also aber genau, sie gehen halt erstmal dahin, weil nun mal was los ist in der Stadt. Und wie du schon gesagt hast, Stefan, sie gehen natürlich auch dahin, weil die Sicherheitsvorkehrungen für Detektive nun mal auch interessant sind. Ja. Denn direkt zu Beginn tauschen sie sich darüber aus, eigentlich geht es hier um Millionenwerte, die gerade in diesem Museum versammelt sind. Und sie staunen ja auch, ne? Also hier dieser olle Prachtgürtel, ne? Der wohl irgendwie 8 Kilo wiegen soll. Sechs. Ja, ich meine, das macht schon einen Riesenunterschied. Ach, Stefan, das mit den Quizfragen, komm. Das macht schon einen Riesenunterschied. 6, 8 Kilo, ja, die 2 Kilo können wir nehmen. Naja, aber es begibt sich dann, sie erzählen, wer so alles da ist. Ne? Sie erwähnen, die Pfadfinder sind auch da und schon rempelt die jemand an und sagt, lass mich mal durch, Jungs. Ja. Erste Szene, die halt irgendwie vielleicht ein bisschen seltsam ist. Das ist Mr. Marvin Gray. Ja, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Das bin ich. Ja, also die Stimme kommt einem als drei Fragezeichen-Hörer natürlich gleich bekannt vor und man weiß gleich, wo man die auch einzuordnen hat, oder? Also so ging es mir jedenfalls. Als Kind war mir das noch nicht so, ist mir das noch nicht so aufgefallen. Aber jetzt natürlich, ne, durch das ganz viele Hören. Und als Kind, ganz ehrlich, jemand, der so rüpelhaft sich da durchschlängelt, der kann doch nur einer von den Bösen sein. Ja. Ne? Das ist auch klar. Ja, und dann kommt auch schon direkt der Nächste. Ne? Der taucht übrigens im Buch nicht auf, der Mr. Also der Typ, der ist da ja nicht da. Wie heißt der nochmal? Mr. Rowley. Rowley taucht da nicht auf. Er taucht nicht in diese Szene. Ah, okay. Ja, der ist eigentlich draußen und schneidet das Stromkabel durch. Okay. Aber Ihnen kommt er doch nachher bekannt vor. Ja, auch von nur der da. Stimme. Auch nur da. Okay. Ja. Ja, aber dann kommt hier der Mr. Wie heißt er? Ich habe den Namen Mr. Frank. Mr. Frank, genau. Voll, was für ein Vollpfosten. Ja, und wie gemein, auch so Justus gegenüber, weißt du, kommt das so an, ha, Justus, das Pummelchen von unserem Film damals. Das war aber auch noch die Zeit, wo viel auf Justus und diesem Pummelchen-Gedönse rumgeritten worden ist. Ne? Das war so, harte Zeiten für Justus damals. Ja. Und er, wo er dann auch so sagt, aber nach einem Pummelchen siehst du jetzt nicht mehr aus. Und Peter dann denkt, komisch, ne? Und Peter dann so, finden sie? Also, wo ich mir denke, boah, Arschloch. Ja, also muss ja Justus schon abgenommen haben. Fand ich auch schön eigentlich. Ja. Ne? Denkt man, ist andersrum. Es ist ja so, aber da wird sich ja nicht lange drauf angehalten. Dieser Mr. Frank geht ja wieder weg. Und dann ist es, glaube ich, er sagt vorher schon, es wird Zeit für meinen Auftritt. Ja, stimmt. Ja, Entschuldigung. Ja, der hat ja einen Auftritt. Und ich stelle mir den so vor, so wie der spricht nachher. Ne? So, mir ist so schlecht. Könnte ich ein Glas Wasser haben? Oh, und das klingt irgendwie total homosexuell. Okay. Finde ich. Also der klingt halt echt so total. Finde ich gar nicht. So total tuntig. Jetzt mal böse gesagt. Okay. Ja, also ich glaube, ein richtig guter Schauspieler ist an ihm jetzt nicht verloren gegangen. Genau. Ne? Also so übertheatralisch, weißt du, so. Ich finde, der ist so wie einer, der einen Witz erzählt und uns nicht erwarten kann, irgendwie so. Und dann Spaß. Pass auf, jetzt kommt die Pointe. Jetzt, guck genau hin. Ja, es ist auch. So, ich erkläre sie nochmal. Also, wie er auf diese Idee auch rein, also darf man das schon sagen? Ja, also, wie er auf
die Idee kam, dass das jetzt eine gute Idee ist, sich überreden zu lassen, genau diesen Auftritt jetzt dahin zu legen, ist mir auch echt schleierhaft. Aber Mr. Frank, ich habe nichts gefunden, wo der in anderen Folgen nochmal auftaucht. Der ist, ja. Also, weil als Figur, ne, dieses Wiedersehen zwischen Justus und ihm, ich habe ja geguckt, dieses Baby-Fazzo-Ding und so, das zieht sich natürlich noch durch mehrere Folgen ja. durch. Ist auch irgendwie bei Zeiten bestimmt spannend, sich das anzugucken. Aber die Figur Mr. Frank habe ich nirgendwo noch anders zuordnen können. Ja. Es gibt doch eine Folge, wo man am Anfang irgendwie, wo die das sogar gucken. Ja, der gestohlene Preis ist das, wo die dieses Quiz haben, noch mit den Fragen zu kleinen Sträuchen. Und da kommen auch die ehemaligen Kollegen, glaube ich. Ne? Aber ich weiß halt nicht, ob der Mr. Frank da auch eine Rolle spielt. Aber das fand ich so seltsam, weil das war so ein selbstverständliches, kurzes Ach, hallo, Mensch, lange nicht gesehen, so fett bist du ja gar nicht mehr. Ja. Ich habe hier was zu erledigen. Ja, ich mache voll Karriere. Da denkst du natürlich auch, ne? Im Museum. Von denen hat es halt auch keiner gepackt, ne, wenn du denn sowas machen musst. Übrigens, eure Aufklärung im Buch wird es später natürlich wesentlich deutlicher, und es ist so, eine Frau hat ihn angerufen und hat gesagt, er soll danach, nach dieser Sache, die er mit diesem Edelstein macht, soll er sagen, das ist ja wie in dem und dem Film, in dem ich übrigens mitspielen werde. So. Mhm. Er würde eine Rolle in einem Film kriegen, wenn er für den Werbung macht. Ja, okay. Ja, gut. Im Raub im Museum oder so. Ne? Trotzdem irgendwie eine blöde Idee. Ein Marketing-Gag. Genau, viral, würden wir heute sagen. Das geht viral. Modern und doch zu kurz gedacht. Ja, aber ich glaube, Sie sprechen sogar vorher noch davon, dass das irgendwie nicht möglich wäre, diesen Gürtel da rauszuholen, ne? Weil die Sicherheits... Mhm. Weil Peter dachte, wenn ihn einer klauen würde oder irgendwie sowas. Ja. Und dann kommt ja sogar noch so dieses... Ein Pfadfinder könnte mit seiner Spitzhacke so einen Kasten einschlagen. Und ich denke mir so, Moment mal, da ist Kinderbesuchstag und da laufen Pfadfinder mit Spitzhacken durchs Museum. Ja. Moment mal. Also das ist echt mal... Jeder Pfadfinder hat eine Axt. Ja, natürlich. Immer. Das habe ich mich auch gefragt. Immer eine Spitzhacke dabei, weißt du? Ja. Nee. Also da habe ich mir aber jetzt echt auch so im Erwachsenenhören gedacht, so Moment mal, hier ist was ganz, ganz faul. Da gibt es einige Momente, wo ich dachte, huiuiui. Aber... Unter anderem die Szene ist jetzt auch, die jetzt kommt, wenn man die mit etwas Abstand hört. Was für eine Hölle bricht da los? Ja. Ne, also ich meine, dem Mr. Frank fällt der Edelstein runter. Der Wachmann wird aufmerksam. Mhm. Und dann hört man Glassplitter. Und dann ist das wie eine Bombenexplosion, Terrorattacke, Vollgas. Alarm! Kreischende Menschen. Ja, und das sind die gleichen kreischenden Menschen wie auf dem Jahrmarkt von Schwarze Katze. Okay. Als Raja ausbricht. Das ist genau der gleiche Sound. Da haben die den Knopf wahrscheinlich auf dem Keyboard der 80er, wie bei Bud Spencer und Terrence Hill, wenn irgendwer so auf die Nase kriegt. Ja, so die haben... Hurra! Und bei Rasende Löwe kommt auch genau der gleiche Sound vor. Also das ist der Panik-Sound. Ja, ist auf jeden Fall auch ziemlich lang anhaltend ein sehr schöner, dramatischer Klangteppich. Ja. Die drei Fragezeichen relativ cool und in so einem Erklärbär-Modus bleiben. Die schauen sich um. Ja, auch Erzähler, ne? Sagt ja nachher so, die Leute drängten zum Ausgang, waren total in Panik, obwohl niemand in Gefahr war. Ja. Das ist schon so zu sagen irgendwie. Halt. Woher weiß man, dass niemand in Gefahr ist? Unter Umständen wird ja vielleicht sogar noch eine Geisel genommen oder irgendwie sowas. Ja, man weiß es ja nicht. Das weiß nur der Erzähler. Ich glaube nicht, dass es ein Vorwand ist oder so. Aber oder Vorwurf an die Masse war. Ich finde wohl, dass es da sehr unübersichtlich ist. Man checkt gar nicht, wie das jetzt genau läuft. Sind sie drin, sind sie draußen? Ja, doch, der super Wachmann sagt doch auch zu allen, gehen Sie in den Vorgarten. Aber keiner geht weg. Aber bitte nicht weggehen. Ja, ja, aber auch super, wie soll das funktionieren? Wo ich dann auch sagen würde, ja, sicher, ich habe hier die Diamanten, aber ich gehe jetzt auch nicht weg. Genau, statt sozusagen, wie keiner verlässt den Raum, ist der... Ja. Deswegen war ich mir nicht so sicher, sie finden ja dann, sie durchsuchen ja alle und sie finden diesen Gürtel nicht. Ja. So. Und sie sind sich dann so sicher oder so unsicher und denken, wie konnte das passieren? Mein Gedanke wäre als allererstes, naja, die waren alle im Vorgarten und der Dieb ist halt dummerweise abgehauen. Ja. Der ist halt hintenrum schnell sich weggeschlichen. Das ist ja. Die haben ja nicht jeden protokolliert, der da reingeht, um zu gucken, ob genauso viele Leute noch im Garten stehen, wie vorher drin waren. Ja. Aber das war mir auch als Kind schon klar. Aber genau diese Fragezeichen, die ich habe, so zu Zeit und Ort, das zieht sich da auch so ein bisschen durch die Folge durch, wenn man da genauer hinguckt und so diese Logikfehlerbrille aufhat, so ein Stück weit. Also, ja, das ist...
also Justus ist auf jeden Fall der Erklärbär, der irgendwie nochmal für uns auch festhält, es findet gerade ein Juwelenraub statt, der Gürtel wird geklaut, er fragt sich, warum ausgerechnet dieser schwere Gürtel denn geklaut wird. Ja. Und während nun alle irgendwie mehr oder weniger panisch nach draußen rennen, bleiben die drei zurück und treffen dann letztlich auf den Wachmann. Mhm. Das hätte man aber besser hervorholen können, weil das, was er sich wundert, ist ja, es wird der Gürtel geklaut. Den kann doch niemand unbemerkt nach draußen bringen. Die ganzen Edelsteine, die etwa Ei groß sind, wären viel lockerer nach draußen zu bringen. Und da, weil das eigentlich für die Aufklärung des Falles eine Riesenrolle spielt, finde ich, hätte man das nochmal so irgendwie viel deutlicher hervorheben müssen. Irgendwie so. Das ist alles so, das passiert alles so en passant. Ne? Ja. Als Kind ist dir scheißegal, das ist richtig, aber wenn du jetzt so hörst und denkst so, das ist irgendwie blöd. Ja, ja, da ist ein Schwachpunkt in der Story. Naja, sie treffen auf jeden Fall auf diesen Wachmann und bieten ihre Hilfe an, die der sehr brüsk zurückweist aufgrund seiner eigenen Beschädigung des Images. Ja. Der ist aber auch ein Tuppes. Ich meine, entweder sagt man zu den Kindern, die da rumstehen, ich habe gerade echt einen Arsch voll zu tun, weil hier wurde gerade irgendwie was geklaut, schert euch mal raus. Oder nicht, aber der fängt dann an, interessant, ich gebe mir mal die Karte, ich lese die vor. Ach nee, dann habe ich jetzt aber doch keine Zeit. Ja, das ist halt, die Karte muss halt vorgelesen werden. Ja, aber wie er so sagt, ich. Ja. Ja, also, nee, aber da kommt auch viel so von diesem Klischee der japanischen Kultur rüber. Das beleidigten Samurai. So. Genau, so dieses kurz vor Seppuku. Würde. Genau, das Wort habe ich gesucht. Ja, cool. Also ich hab's recherchiert. Ja, dieses Ich, meine Würde ist beschädigt, dadurch, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder dadurch, dass etwas passiert ist, was ich hätte verhindern können. Und jetzt muss ich mich irgendwo die Klippe runterstürzen. So, und ich werde unehrenhaft entlassen und alles irgendwie ganz, ganz fürchterlich. Ja. Ne? Und er ist da ja wirklich in seinem Ansehen und in seinem Selbstbild und in seiner Würde vollkommen erschüttert, der arme Mann. Das hat auf mich als Kind eine Menge Eindruck gemacht, offensichtlich, dieser Auftritt. Dieser weinerliche Auftritt. Ja, nee, dieses Ringen um Ehre und Ansehen. Ne? Ja. Da kann man jetzt mal überlegen, was das mit mir zu tun hat. Aber du hast diesen Satz schon ein paar Mal angefangen zu zitieren und ich finde das so geil. Wo arbeitet der? Das ist halt die Nagasami Juwelenvertriebsgesellschaft. Was soll das? Die ist ähnlich wie die Dollar Delivery Company oder die Bankenschutzgemeinschaft. So super. Ich meine, bei Nagasami, ich muss halt immer an Nakatomi statt langsam denken. Und da dieser Ich, Saito Togashi. Miyamgami. Oh nein. Ja, dumme amerikanische Jugend. Der hat auf jeden Fall gerade echt Stress, der gute Mann. Geht. Der hat Stress, der Arme. Ja, der ist natürlich, ja klar, okay, in seiner Situation. Der hat ja auch nichts unter Kontrolle, ne? Ich meine, der hatte die ganze Zeit schon nichts unter Kontrolle. Ja. Also ist ja auch richtig, dass der ohne ihn mal verlassen wird. Jetzt so als aus Erwachsenensicht. Als Kind hat er mir aber auch irgendwie leid getan. Ja, total. Dann, ja, schon. Obwohl der die Kinder... Also das ist ja so, der weist die ja sehr krass zurück, aber ich habe auch Verständnis für ihn gehabt in der Situation, weil er selber schon so überfordert rüberkommt. Also das kriegt er gut hin. Justus ist halt geknickt, ne? Weil er ist es beleidigt. Der hat ja natürlich gedacht, juhu, Adrenalin, ne? Jetzt kommt ein neuer Fall, wir klären das auf, Hammer. Ja, das ist was anderes als eine verschwundene Katze. Und dann kommen mir drei dumme Bengel mit sowas, weißt du? So, das ist natürlich auch sehr herabwürdigend, ne? Ja. Weil Justus könnte nämlich auch so sagen, ich, Justus Jonas, Chef der drei Fragezeichen Detektivgesellschaft, werde von Ihnen als dummer Junge bezeichnet. Meine Ehre ist verloren. Ja. Naja, schwamm drüber. Sie diskutieren am nächsten Tag in der Zentrale weiter über diesen Fall und sind so am Überlegen. Und es kommen so bescheuerte Ideen von Peter und Bob in der Perücke oder im Spazierstock versteckt. Vielleicht war der hohl. Was? Ja, nein. Ja, ist lustig. Aber Justus natürlich zu Recht ein bisschen. Ich habe eine Satire gemacht. Zweifelt an der geistigen Gesundheit seiner Mitdetektive. Das ist wahrscheinlich so die Phase, wo die noch ganz neu waren, so miteinander. Und Justus wirklich gedacht, dann habe ich mir da die richtigen an Land gesetzt. oder ob die nur Spökes machen. So. Aber an der Stelle ist mir auch aufgefallen, dass die Sprecher anfangen, mit Stimmungen und Betonungen richtig zu spielen. Also da ist irgendwo eine Szene, wo ich merke, so die entdecken so ihre Rhetorik. Ja.
Ja, die machen viel Spaß miteinander, so finde ich. Das merkt man. Ja. Genau, du hast schon gesagt, die sind gedanklich gerade noch beim Gürteldiebstahl, aber dann kommt es halt zu der Szene Hitchcock. Ruft an in der Zentrale und sagt dann, das finde ich halt auch so schön, die hätten euch ruhig mal ranlassen können. Als Justus sagt, ja, ne, das Museum will halt nicht, dass wir helfen. Und Hitchcock dann halt als der väterliche Freund so sagt, ja, ne, die. Die Herstellung der Würde, die Wiederherstellung. Ja, man merkt da halt, ja, wie sie dann, also ja, doch hündisch ergeben dem Urteil bestimmter Erwachsenen sind. Alfred Hitchcock ist für die, Herr Kleist ist halt ein Superstar. Das ist jetzt hier, Klar. wie, keine Ja. Ahnung, wie würde man das heute vergleichen? Ja, ich weiß nicht. Also uns könnte die Körting anrufen und sagen, euer Podcast ist super. Naja, die Körting und Hitchcock, Naja, bitte jetzt nichts nicht. gegen Frau Körting, aber das weiß ich nicht, ob der Vergleich nicht doch Ja. Das ist hinkt. eher so wie Steven Spielberg, ne? Man muss ja nicht unbedingt einen Regisseur nehmen. Egal, Ja. Barack Ich Obama. weiß nicht, Danke. wer mich Er ist hätte es. ranlassen können, dann muss ich noch mal überlegen. Ja, ist wurscht. Auf jeden Ja. Fall adelt sie. Und ich finde, an dem Punkt ist das, wo mich dieses Nostalgiegefühl überfällt und für mich so diese grundgeilen Zutaten von drei Fragezeichen-Fällen kommen. Zum einen, Alfred Hitchcock kommt ins Spiel, ist immer geil, ja. Und dann, es tut sich ein zweiter Fall auf, der parallel verläuft. Finde ich meist die schönsten Fälle, wo es parallel zwei Fälle Ja, aber laufen. man weiß ja leider weiß man ja vorher schon, dass sie Ja, zusammengehören ja, müssen. aber es Bei ist. Flüstern im Mumie fand ich es richtig gut. Da weiß man es nämlich nicht. Finde ich, also ich wusste nicht. Egal, Es ja. ist auf jeden Fall so, dass Hitchcock halt von einer Bekannten von ihm erzählt, die in Los Angeles lebt, Miss Agawam. Und die werde von Gnomen heimgesucht. Wie bitte? Ja. Von Gnomen? Und da frage ich mich dann, er erklärt Erdgeister, die sich in Leder kleiden und unterirdisch als Schatzsucher irgendwie aktiv sind. Ist das mit dem Leder irgendwie wichtig? Habe ich da was verpasst? Klar, Nö. so. Also, Ich war da kurz so in der vielleicht. Wie war Nee, das Leder ist zu der Latex. Zeit? Warum ist das wichtig als Information von Hitchcock, dass die sich in Leder kleiden, aber. Wie war Leder zu der Zeit nicht so angesagt? Und war dann eine Information wert, wo jeder auf Nylon stand. Ja, also im Buch geht es aber viel um Nylonseile. Viel geht es irgendwie da. Kunstfaser gegen Naturfaser. Ne? Nicht Naturfaser, sondern Haut. Naturhaut, genau. Kunsthaut Heißt das. gegen Ja. Naturhaut. Ja, also sie sind dann, wie du eben gesagt hast, sie sind dann sind unterwegs, auf dem Weg zu Miss Agawam, Ja. sind aber gedanklich eigentlich noch beim Gürtel und Ja. bei Theorien, was denn so sein könnte. Bob hat aber immerhin schon mal im Lexikon nachgeschlagen, was denn Gnome so sind, ne, was man da noch zu finden kann. Genau. Witzig ist, dass du auch Gnome sagst. Ist euch nicht aufgefallen, dass die ganz oft, wo wir Gnomen? Gnome sagen, Gnomen sagen? Ja. Ja, und ich habe das mal nachgeschlagen. Man kann beides sagen. Aha. Also, man kann der Gnom die Gnome sagen, man kann aber auch der Gnom die Gnomen sagen. Okay. Wie bescheuert. Ich denke jedes Mal, was, wieso Gnomen? Ja. Ne? Also, es kommt mir irgendwie komisch vor. Ich finde noch mal ganz spannend. Ich finde es im Hörspiel schwer vorstellbar, wie Miss Agawams Häuschen dann doch aussieht, weil man denkt ja, es ist so, man hört so Vogelgezwitscher und es ist ja angeblich mitten in L.A., ja, also, Ich habe ein ganz klares Bild. ja, also, aber es ist eher ein ländliches Bild, Ja, oder? Am total. Waldrand, Genau. Ja. Rita sagt ja Irgendwo. auch, es ist unheimlich, selbst am Ja. Tag. Ja. Ja. Und ich hab so ein kleines spitzes, hier spitz an der einen Seite und an der anderen Seite ein bisschen langgezogen, so ein bisschen kleine kirchemäßig, weißt du, Ja, so wie man sich das ja, vorstellt. Aber so total verwuchert und verwachsen. ja. Aber Das es ist ist real. mitten in L.A. Ja, tatsächlich. so Ja. viel zu Ort und Zeit geht Ja. durcheinander. Ich habe nämlich auch erstmal dieses am Waldrand und so ein bisschen Hexenhäuschen und verspielt und vertüddelt. Ja. Aber ist dann halt ja irgendwie eine Bank daneben, ein Theater daneben. Ist Ja, schon es ist irgendwie. auch so, dass Sehr tatsächlich. komisch, ne? Ja. Es ist im Buch ein sehr verlottertes Viertel, das alles tatsächlich mitten in der Stadt ist, aber das irgendwie so abstirbt gerade, ne? So. Aha. Und Miss Agawams Haus ist eingeklemmt zwischen Theater und Bank. Genau. Ne? So wirklich als kleines Häuschen dazwischen eingeklemmt. Es ist aber etwas nach hinten versetzt Ja. und eine riesige Hecke vor dem Haus dran, wo aber auch nicht ein Riesengarten oder so Ja. ist. Aber gruselig zwischen einer Bank und einem, also das ist irgendwie so Aber ich. innerstädtisch, kommt der Grusel da nicht so richtig auf bei Nee, mir, ne? irgendwie So vom nicht so, Bild. ne? Ja, ich glaube, das ist aber. Ich glaube, das sind wirklich dann eher so die eigenen Vorstellungen schuld, die, also
Ach, du meinst, das hat mehr mit uns zu tun? Ja, schon, oder? Also ich kann mir das schon auch vorstellen, aber das Problem ist halt, du hast halt, wenn du da anfängst in der Story, hast du so ein Bild Ja. und das passt nachher nicht mehr zu den Informationen, die Ja. du zusätzlich kriegst. Ja. Wenn du das am Anfang beschrieben kriegst zwischen, das ist dieses verlotterte Viertel und da ist irgendwie so ein verlassenes Theater zur Linken und irgendwie ein etwas dreckeliges Bankgebäude zur Rechten, große Hecke und so, dann hat man so ein Bild, das finde ich, kann man ganz gut Man weiß. verkramen und dann kann das trotzdem gruselig sein. Aber du hast erstmal so eine ganz andere Vorstellung. Ja, aber ich finde auch, selbst wenn man es liest jetzt hier und das zum ersten Mal, ist es so unpassend, weil Gnome, Ja. das ist für mich so, also Miss Engelbrecht Weit. hat er ja, die hat er ja nicht umsonst gewohnt, ne? Also, und die ist ja voll der Waldtyp, ne? Schrat. So, Waldschrat, genau. Schrat. Ja, aber das fand ich ganz spannend, weil ich mir das aus dem Hörspiel nicht so richtig herholen konnte. Ja. Ich das eher tatsächlich waldmäßig verortet habe, Ja. aber auch im Hörspiel sagen sie, glaube ich, sie wohnt mitten in LA oder so, ne? Ja. Ja, das war für mich als Kind nicht so die wichtige Information. Für mich war eher die Information, das sieht gruselig aus oder, ne? Das habe ich mir dann irgendwie über die Kindheit weg auch gerettet, dieses Bild. Ja. Und es ist halt schon auch lustig, wie die dann eigentlich von Anfang an sich da ein bisschen dran abarbeiten. Eigentlich, es gibt halt keine Gnome, Punkt. aber irgendwie ist es erstmal auch alles so sehr real. Die kommen da hin und dann ist da so ein Klingelschild und dann steht da Gnome, Elfen, Elfen und Zwerge, Zwerge, bitte bitte pfeifen. pfeifen Ja. und Und warum pfeifen sie dann? genau. Ja, gute Frage. Und vor allem, warum hört sich Peters Pfiff so super künstlich an, oder? Also, Ja. ich kann nicht pfeifen, muss ich ehrlich gestehen. Das ist total komisch, dieses Ja, Geräusch. aber so wie Peter, das ist so ein Rrr. Ich glaube, Ja. da muss man gut das R verrollen können. Ich Okay. kann das weniger gut. Und dabei pfeifen, aber das ist so ein ganz schwieriges Pfeifen Ja, irgendwie okay. auch. Ja. Tja, aber keiner wusste auch, dass Peter so gut pfeifen kann. Auf jeden Fall kommt dann auch direkt die Stimme aus der Gegensprechanlage im Vogelhäuschen. Sehr originell. Wie sein Opa. Genau. Ja, die sie halt reinbittet und sie kommen dann rein. Und bäm, Gnome am Fenster. Also wir haben sofort den Ja, Gegenbeweis. die trinken noch Tee oder. Nee, 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 nee. Die kommen rein und zack, bumm, geht los. Und da sie sehen halt nicht Ah, irgendwas ja. draußen, sondern da ist direkt Direkt Peter am sagt, ah, das ist Fenster. tatsächlich ein Gnom. Ja. Ja. Im Buch sieht ihn übrigens nur Bob und sie bezweifeln das alle und Ah, sagen, ja. jetzt gibt's schon zu, dass du es eingebildet hast. Er so, ja, okay. Okay, ja, macht, finde ich, so vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Also das, im Ja. Hörspiel geht's halt schnell. So, Ja, ne? das fand ich auch zu schnell. Ja. Irgendwie, so schnell hätte das nicht sein müssen. Da hätte das Hörspiel auch gerne 45 Minuten dauern dürfen. Ist ja dann schon hellichter Tag, ne? Bisher Ja, sind die eigentlich seltsam. nur nachts aufgetaucht. Aber wäre das nicht ein super Titelbild? Ein absoluter Rager-Zwerg, der vor so am Fenster steht und sich, yeah, I kill you, ne? Ja. Das wäre dann ein super Titelbild gewesen, einfach. Ja. Das hätte dann aber nicht zum Titel gepasst, der verschwundene Schatz. Da hätte man sich auch gefragt, Ne? hä? Man hätte gedacht, der ist sauer, weil der Schatz verschwunden ist. Naja. Ne? Wer hat von Ja. meinem Tellerchen Ja. gegessen, ne? Aber sie sind auf jeden Fall zurück und trinken dann Tee. Ja, aber Ja. das ist auch so geil. Die Jungs sind noch so total so, Gnom, und den hätten wir doch schnappen können jetzt irgendwie sowas. Ne? Und sie so, ja, nein, das ist nicht so einfach bei Gnomen. Also einfach so, komm, wir trinken Tee. Wir trinken jetzt Tee. Also sie nimmt das auch so voll in die Hand und Ja. nimmt die dann so, ne? Die ist so aufmerksamkeitsbedürftig, ne? Ja. Weil die halt auch, ich meine, die rückt ja dann mit der Sprache raus, das ist so lange her, dass hier jemand saß und so, ne? Und so, ah, jetzt cool, jetzt sind ja Kinder wieder da, denen ich was Ja, erzählen und früher kann. verging keine Woche, in dem nicht alle meine Elfen, Gnomen und Zwerge Genau. Ja. kamen und Justus das natürlich sofort mit der mega detektivischen Leistung aufklärt und sie ja überhaupt nicht weiß, woher er das denn weiß. Die anderen beiden wissen es auch nicht, woher er es Ja, weiß. die haben auch die Fotos an den Wänden nicht gesehen, die Nee. signiert sind mit Elfen, Gnomen und Zwergen, Kinderfotos. Ne? Ja, aber Und wieder ganz zweifelt Justus daran, ob er die richtigen Leute in seinen Club geholt ehrlich. hat. Ja, ich meine, ihr seid da jetzt eben so ein bisschen drüber weg, dass Justus auch vorher ja zumindest noch so sein Spürsinn parat hat und sagt, das Fenster ist zu hoch, wie kommt da überhaupt ein Gnom ans Stimmt. Fenster? Ja, genau. Wenn er so Peter klein ist ist. derjenige, der kurz noch so dieses, ah, kann der, hat der Zauberkräfte oder Ja, sowas? Also, ne, weil die haben diesen Gnom am Fenster gesehen und wundern sich aber, wie das sein kann. Und Justus hat da so seinen detektivischen Modus schon eingeschaltet, ne? ich kann mir Peter da so ein bisschen vorstellen, wie hier dieser Riker, der X-Faktor moderiert hat früher. Kennt ihr noch Ah ja, X-Faktor? doch klar, ja, Das der ist hier mit Commander diesem Schauspieler, der den Riker früher bei Enterprise gespielt hat, der Riker. über dieses Ja, X-Faktor. So dieses,
Es könnte natürlich alles auch ganz anders sein, aber es könnte jetzt auch total was mit Zaubern zu tun haben. Ja. So ist Peter. Aber in dem als Kind ist man da ja erstmal noch so ganz aufmerksam und hat ja auch erstmal so ein Stück weit Schiss. Also ja. Ich zumindest. Aber geht es euch nicht so, dass ihr jetzt beim heutigen Hören gedacht habt, die ist ja wie Miss Melody? Ja, gut, die. Nee, ich hab aber was anderes, wo ich später nochmal gerne zukommen möchte. Okay. Also für mich so war von sie der da, Gesamtstory. Wie, war sie so ein bisschen wie Miss Melody, genauso verrückt eigentlich? Die Miss Melody ist für mich noch ein bisschen durchgeknallter. Aber das stimmt schon. Das ist so ein bisschen der Stereotyp von der alten, einsamen, etwas verschrobenen Frau. Ja. Die ja öfter kennt. Vorkommt. Ne? Also der Hitchcock kennt die. Das ist ja dann auch so eine Freundin von ihm, sagt er doch, oder? Ja. Ja. Aber so alte, verschrobene Frau, die alleine lebt und irgendwie aufmerksamkeits- und hilfsbedürftig ist, ist ja durchaus ein Thema, was sich sehr oft durch drei Fragezeichen-Folgen durchzieht. Ja. Die Rokokokotte. Zum Beispiel auch hier bei. Wobei die ist ja eigentlich schon ein bisschen tougher, die bei Stimmen nehmen. Aus dem Nichts auch nochmal. Mhm. Es ist zumindest eine der neueren, die mir dazu einfällt. Ja. Scheint sich immer nur um alte Frauen zu drehen, ne? Ja. Ja, die Frau Franklin, der Lorbeck. Ja. Naja, auf jeden Fall zeigt die Miss Eggebem ihnen aber auch nochmal, also die macht es nochmal ein bisschen gruseliger, indem sie ihnen dieses Buch aus Europa da zeigt, also aus dem Schwarzwald, ja, mit dem bösen Gnomenkönig, der genau so aussah, wie jetzt den Bob gesehen hat. Ein Schelm. Wer Böses dabei denkt. Ja. Vor allem, es muss auch der Gnomenkönig sein. Ja, das ist ganz wichtig. Es kann nicht irgendein Gnomen-Oberst. Ja, das wäre jetzt aber mal ein bisschen schön gewesen, wenn man dann so ein bisschen, das ist so ein kleiner Game of Thrones-Einschlag, dann so, ne? Man hätte da diese Geschichte eigentlich nochmal verfolgt. Da kenne ich aber nur einen Gnomen bei Game of Thrones. Nee, königmäßig meine ich so. Also man hätte ja als bei Gnomenkönig, denk mal, way, ein ganzes Volk ist noch hinterher. Was ist ein König ohne Volk? Kein König. So, ne? Also, wäre eine Geschichte. Außer du hast Drachen. Ein schöner Strang gewesen. Ne? Ein schöner Strang, wo man nochmal, ich hätte gern gesehen, wie sie in so unterirdischen Höhlen nach den Gnomen forschen, dass sie eine Gnomenstadt finden und so. Ja. Wäre spannend gewesen. Ja. Okay. Ja. Vielleicht hätte man dann Jules Verne ranlassen müssen. Ja, aber du hast schon recht, insofern, Stefan, dass das Ganze jetzt eher in diese Richtung sich entwickelt als Geschichte. So. Und die Erwartungshaltung ist schon da auch. Ja. Ja, finde ich schon. Aber erstmal ist es halt so, dass Miss Eggebem noch sagt, ne, jetzt kommen halt keine Kinder, ich möchte. Oder ich überlege, wegzuziehen. Das heißt, so diese Zusatzinformationen kriegst du halt schon auch geliefert, die ja nachher durchaus wichtig ist. Wieso wohne ich überhaupt noch hier? Genau. Ja, aber auch mit, vielleicht sollte ich wegziehen, wie mein Schwager mir das... Neffe. Ja, wie mein Neffe mir das empfohlen hat. Ja. Da kommt ja auch direkt schon mal jemand wieder mit ins Spiel. Ja, und auch Mr. Jordan kommt ins Spiel, ne? der das Haus kaufen will. Und da weiß man schon, jemand, der ein altes Theater abreißen und ein Bankgebäude hochziehen das will, kann kein Guter sein. Nee. Ne? Turbo-Kapitalist. Das weiß man auch tatsächlich, wenn sie ihm später begegnen, finde ich auch als Kind. Daran erinnere ich mich noch gut, dass ich nie wusste, ist er jetzt gut oder nicht. Ja. Ne? Aber da greife ich ja vor. Ja. Ne? Lassen wir. Machen wir gleich. Ne? Also, jetzt ist so die Frage, sie erzählt ihnen ja auch, dass diese Gnome wohl auch in ihr Haus eindringen und da Bücher treiben. Ja. Allerlei bösen Schabernack. Ja. Ich finde, Schabernack ist so ein schönes Wort. Mensch, doch, das gehört auf die Liste der bedrohten schönen Worte. Ja, ich müsste Miss Eggebem sich einfach eine fette Schronfliege so und die Schabernack treibenden Gnome mal kurz über den Haufen ballern. Einfach. Darf man ja in Amerika. So. Ja, stand your ground oder so. Ja, das ist doch, glaube ich, ne? Die einfach abfragen können. Ja, auf jeden Fall. Sie ist ja, das ist ja so, man weiß bei Miss Eggebem nicht so genau. Findet sie das eigentlich geil, dass diese Gnome da rumrennen? Oder ist sie jetzt wirklich von denen irgendwie bedroht? Sie sagt, ich wäre zur Polizei gegangen, aber auf der anderen Seite sieht sie sich als Gnomexpertin. Ja. Also sie belehrt die anderen ja auch, dies und jenes geht nicht und so. Und sie ist an den Wesen interessiert. Also man weiß nicht genau, ist sie fasziniert? Sie müsste ja auch sagen, ja, sie selber ist ja auch nicht wirklich irritiert davon. Also ich meine, sie sagt ja hier, ich habe früher die Geschichten gelesen und geschrieben und vorgelesen und was nicht alles und hatte hier meine
die Kinder aus der Nachbarschaft zu Besuch und hat die spielerisch nur Gnome, Elfen und Zwerge genannt. Da ist ja schon noch irgendwie so ein Schritt dazwischen, diese glauben, kleinen Dinger da im Garten hüpfen zu sehen. Das ist aber, ja klar. Sicher. Also da ist halt der, wo ich denke, da ist auch der Sprung in der Schüssel, weißt du? Also das hinterfragt die halt nicht. Ja. So, ja, ne? Da sind da halt jetzt echt. Ja, das ist das, was sie so wie Miss Melody macht. Sie glaubt ja irgendwie dran. Sie glaubt, ja klar, natürlich, die gibt's und jetzt ist ja auch kein Zufall dann, dass, oder beziehungsweise ist halt dann doof, dass sie gerade bei mir rumhängen. Normalerweise hängen die in Irland rum oder sonst wo, aber. Also eigentlich finden die das schön, aber die machen halt natürlich viel Unordnung. Viel Schabernack. Ne? So. Zu viel Schabernack. Ich glaube, wenn die einfach ein bisschen netter werden und zwischendurch mal nach einer Limonade fragen oder so, dann dürften die bleiben. Ne? Die wünscht sich eher so eine Supernanny für die. Ja. Aber jetzt ist sie ja erstmal froh, dass die ihr glauben. Und das ist ja auch nochmal das große Pfund der drei Fragezeichen, was sie immer wieder schaffen. Die, ne, egal ob es Miss Agabim ist oder die aus Stimmen aus dem Nichts, die gibt denen das Gefühl, wir glauben ihnen. Ne? Also, und der Justus hat ja dann einen Plan. Ja, Moment, erstmal, es kommt noch eine wichtige Info von Miss Agabim, dass sie normalerweise einen sehr tiefen Schlaf hat. Aber in letzter Zeit nachts oft Geräusche hört, als würde jemand tief unterm Haus graben. Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das ist, was sie stört, wenn die blöden Gnomen in ihrer Wohnung rumtanzen und sich mit den Büchern den Arsch erwischen oder sonst was. So, da verstehe ich nicht, was ihr Problem ist, da mit diesem Hacken irgendwie so. Ja, das aber man es, doch. Es kommt ja noch oben drauf. Ich glaube, es hackt. Ja, so. Ja, genau. So, jetzt rein. Aber du hast schon Justus' Plan angesprochen. Ja. Auch super. Er will den Gnomen eine Falle stellen. Und am besten, also nur einer, ne? Aber der schnellste und mutigste von uns sollte sich auf die Lauer legen und den fangen. Und er denkt direkt an Peter beim mutigsten. Ja. Und er hat recht. Ja, im Buch führt er es nochmal aus und er sagt also, ich bin stark und mutig, aber nicht schnell. Ne? Mhm. Bob ist schnell und mutig, aber nicht stark. Aha. Du bist aber stark und schnell und mutig. So, du musst jetzt auch mutig sein. Nein, aber ich finde, er hat recht, wenn er Peter irgendwie als mutig bezeichnet. Peter ist zwar derjenige, der sich immer irgendwie anstellt, sag ich mal, oder immer die Esoterik beziehungsweise Mystik-Frage stellt, aber in den entscheidenden Situationen, wenn es drauf ankommt, ist Peter auf jeden Fall immer der schnell vorangeht und sich auch in so Situationen reinwirft. Ja, den Fanclub haben wir schon das ein oder andere Mal zu Recht aufgemacht. Ja. In diesem Fall muss man es auch so sagen. Es gibt jedenfalls nichts, was in dieser Folge uns daran zweifeln lassen könnte, dass es bei Peter so ist. Aber er es wird ist halt auch in diese Ecke getrieben, aber Peter ist nicht doof. Nö. Und hat einen Gegenvorschlag parat. Ja, es ist ja so ein lustiges Hin und Her, ne? Irgendwie, eigentlich merkt man, alle haben Schiss. Ja. Und Bob sagt dann auch, ich muss zu meiner Tante oder irgendwie sowas, ne? Und jetzt sagt der Justus was, wenn wir gemeinsam beschlossen haben zu bleiben, müssten wir uns diesem Wunsch auch beugen. Was ist das für eine Scheiße? Ja, aber sie haben es ja gar nicht gemeint. Ja, zwinker, zwinker. Das ist halt so, wo ihr sagt, die haben ihre Rollen und ihre Spaß und den Ironie so ein bisschen entdeckt, sagtest du gerade, Hanno. Ja. Das ist, finde ich, für mich genau ein Paradebeispiel, diese Szene. Die spielen da mit ihren Rollen und mit so Augenzwinkern dabei. Und irgendwo im Hörspiel kommt auch, glaube ich, vom Peter nochmal Chef oder irgendwie sowas so zu Justus. Und das ist ja was es irgendwie in neueren Hörspielen auch überhaupt gar nicht mehr gibt. Dass sie da irgendwie sich als Chef oder sowas oder nochmal großartig als erster, zweiter und dritter Detektiv betiteln. Ja, weniger, oder so. Das stimmt. Diese Hierarchien werden flacher gemacht später. Ja, aber es ist halt schon komisch, weil sie haben es nicht besprochen. Nee. Naja. Justus hat das entschieden. Punkt. Ja, aber er sagt, wenn wir gemeinsam beschlossen haben, müssen wir uns, das ist auch ein Satz, der macht keinen Sinn. Also so. Wenn ich jetzt vor der Tür stehe und sage, hey, wir gehen da jetzt alle rein, und du sagst, oh, ich habe eigentlich keinen Bock. Und ich sage halt, wenn wir jetzt gemeinsam beschlossen haben, das zu machen, dann müssen wir uns dem auch beugen. Ja, aber ich glaube, da ist einfach Humor und Ironie drin. So. Das stand von Anfang an außer Frage, dass das Detektiv-Trio das auch nur gemeinsam macht. Ja, aber warum sagt das dann nicht gleich? Warum kommt das sich denn nicht selbst ein? Ja, aber wenn er das so meint, warum sagt er es denn nicht so? Vielleicht ist da Humor drin, den du einfach nicht sehen willst. Das kommt ja auch nochmal in dem Hörspiel vor. Ja. Der Dings hat recht, der Rowley. Ja. Ja. Justus ist doof. So, also.
Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen dran ziehen, Leute. Lass mal weitermachen. So, dann gehen sie aber noch, bevor sie ihr Schlafzeug holen und so, streifen sie noch in der Umgebung rum. So, ne? Und sie kommen an diesem alten Museum, Abrisstheater da vorbei. Ach, stimmt, ne? Und sie hören Stimmen, die herausdringen. Und Bob meint, er glaubt, dass er gehört hat, dass es um den goldenen Gürtel geht. Habt ihr das im Hörspiel gehört? Ich hab's mir doch. Ich hab's mir echt auch mit Kopfhörern und so allem angehört, aber ich glaube, meine Ohren sind vom Bett zu schlecht. Ich hab verstanden und das Buch stützt meine These. Ja. Vor allem das goldene Gitter wie im Museum, sagt er. Ah, goldenes Gitter, ja, ist nah dran an goldenen Gürtel, das kann man. Genau. Ja. Aber daher stimmt es auch nicht. Also, ne, sie gehen halt, sie denken jetzt, okay, das hat was mit diesem Diebstahl zu tun. Mhm. Sie schleichen sich an und fallen irgendwie durch die geöffnete Tür, was so komisch ist, und werden, und deswegen quasi fallen sie diesem Jordan, Mr. Jordan, auf und dem Rawley. Das wissen sie aber in dem Moment nicht, dass es der Besitzer plus sein Nachtwächter ist, sondern sie denken ja, das sind ja vielleicht irgendwie Gangster oder sowas. Und die zwei halten die dann auch fest, soweit ich weiß. Ne? Das hört man auch im Hörbuch irgendwie. Peter jammert und meckert, knatscht. Lass mich nicht los! Irgendwie sowas. Ne? Also man hört schon auch irgendwie Gewalt. Ja, ne, es ist ja vor allem auch dieser Impuls, dass Peter weglaufen will. Und Justus ist derjenige, der dann sagt, nein, ich laufe nicht weg. Mhm. Und derjenige ist, der mit so seiner gestellten Ausdrucksweise dann so irritiert, dass er erstmal so alles auf Pause ist. Ne? Irgendwie. Ja. Und dann ja irgendwie der Mr. Jordan seinen Auftritt hat. Ne? Ja, aber das ist so Justus Superkraft, ne? Ja. Irgendwie dann so daher zu reden, dass alle denken so, boah, da habe ich jetzt gar nicht erwartet. Irgendwie. Und das ist halt genau das, was er ja mit den beiden auch wahrscheinlich mit diesem Satz, weil wir gemeinsam beschlossen haben zu bleiben und so, der auch versucht. Er versucht so irgendeinen gestellten Scheiß und die so, okay. Naja, wir beugen so uns deinem Geschwafel. Weil das ist ja wirklich seine Superwaffe. In den frühen Folgen ja eher, und hier sieht man es ja nochmal deutlich, er versucht es ja immer wieder, auch wenn er mit diesem Rawley spricht schließlich. Aber ich glaube, ganz ehrlich, der macht das intuitiv, automatisch. Wenn er mit Erwachsenen spricht, vor allem. So. Ich glaube, das macht er schon, der besetzt das bewusst ein. Ja, glaube ich. Ja. So als Geste der Überlegenheit. Ja. Als damit rechnet keiner. Hm? Also, dass ein Kind so redet. Und der Rolli sagt es ja auch. Warum sagt er das dann nicht gleich? Ja. Genau, er sagt ja, hey, mal ruhig. Er dachte, er hat Stimmen gehört und er dachte, wir hätten hier nichts zu suchen. Ja, genau. Wir haben uns doch nur Sorgen gemacht. Ich meine, Mr. Jordan ist dann derjenige, der natürlich auch sagt, irgendwie, ja gut, dann erzähl doch mal, warum haben wir denn den verdächtigen Eindruck gemacht? Genau. Und Peter ist derjenige, der relativ plump jede Zurückhaltung erstmal über Bord wirft und direkt was von Juwelenraub und Museum erzählt. Wir haben gehört, sie haben über den goldenen Gürtel gesprochen. Genau. Wo ich mir denke, so, oh, du Honk. Also so viel zum Thema Peter ist nicht doof. Ja. Also an der Stelle wohl. Ja, er ist so in Rage darüber, dass sie so behandelt werden, glaube ich, dass er da so den konfrontativ ins Gesicht springt sozusagen. Ja, und was erwartet er? Dass sie sagen, ja, hast recht, hier und Knarre an den Kopf und jetzt machen wir euch kalt. Nein, ja, hast recht, ruft die Cops, ihr habt uns überführt. Ja, genau, richtig. Ihr habt das Versteck der Diebe gefunden, wir geben auf. Ja, genau, richtig, weil Bob, weil Justus so geil labern kann und alles irgendwie, wo ich mir denke, so nein, beiß dir aufs Gesicht, Peter. Ja. Der Rawley sagt daraufhin, der Jordan solle die Polizei rufen, aber der Jordan beschwichtigt ihn und sagt, der beschwichtigt ihn nicht, der sagt ganz klar, dass er das entscheidet und dass er mal schön die Klappe halten soll. Ja, und er sagt aber auch, sie hätten sich wohl verhört. Ja. Und sagt, ja, jetzt weiß ich, ich habe gesagt, auch die alten ganzen Vergoldungen hier sind doch so super und so. Und dann denke ich mir, stimmt das nicht? Denn ich habe gehört, wie das Gitter wie im Museum, habe ich im Hörspiel gehört. Mhm. Also muss man doch annehmen, dass Jordan böse ist. Ja, aber erstmal, der macht ja auch einen freundlichen Eindruck. Aber man denkt doch trotzdem, der ja, ist böse. Ja doch, nein. Der lässt sie da rein und fragt, wollt ihr euch hier mal umsehen? Ja, ich möchte das hier abreißen, ich möchte hier halt irgendwie Bürogebäude hinbauen und so, aber der kommt, der ist jetzt nicht allein der Ultra. Die Stimme ist schon... Ja, nein, aber der ist jetzt nicht der Ultrasympath, aber man nimmt ihm auch ab, dass der nichts Böses im Schilde das führt. Weiß man eben nicht. Und das hat mich als Kind fuchsig gemacht. Nee, ich hab ich dem wusste, das abgenommen. Ist der böse oder nicht? Ich habe dem das abgenommen. Ich habe gedacht, okay, der ist vielleicht doch ganz in Ordnung. Aber faktisch vor lügt allem, er. Ja, aber er
er geht jetzt nicht auf Raleigh ein und sagt, ja komm jetzt hier, weg, haut ab, ich will mit euch überhaupt nichts zu tun haben. Ja, aber Raleigh ist ja auch, der Witz ist ja auch der, was sagt Raleigh zu ihm wie im Museum? Er hängt ja nicht mit drin. Ja. Scheinbar. Mhm. Ne? Weil wenn er mit drin hängen würde, das wüssten wir ja, also inzwischen. Naja. Ne? Das wäre ja irgendwie, naja. Im Buch erwähnt Jordan übrigens, dass Raleigh sein dritter Nachtwächter sei und der erste, dem die nächtlichen Geräusche nichts ausmachen würden. Alle anderen hätten... Ja. Die Flucht okay. ergriffen. Die Flucht? Ja. Vor nächtlichen Geräuschen Angst gehabt. Ja. Krass. Ja. Vor dem Graben. Mensch, das muss aber ein gefährliches Geräusch sein. Ja, Spitzhacke. Aber Bob ist da derjenige, der dann auch nochmal zu Peter sagt, dass ihm die Stimme von Raleigh bekannt vorkommt. Das ist wahrscheinlich dann im Buch nicht der Fall. Nee. Nee. Ja, das ist der, lass mich mal durch, Jungs! Genau. Ja. Und gut, ich meine, sie, ne, der Mr. John macht es insofern dann geschickt, als dass er erstmal sagt, ja, kommt doch rein, schaut euch um. Ich zerstreue jeden Verdacht und sie finden ja auch erstmal nichts Verdächtiges im Theater. Ja. Also im Buch gehen sie halt, führt er sie durch dieses ganze Theater und es ist schon unheimlich, weil da wahnsinnig viele Fledermäuse drin leben und auch Ratten. Und die meinen, die Ratten wären riesig, die wären riesig, diese Ratten, meinte Jordan. Ja. Also man müsse aufpassen, das wären solche Karwendsmänner, so anderthalb Meter lang und so. Und Das habe ich jetzt so überhaupt nicht. Ne? Ich habe dieses Museum eher als einfach nur leerstehendes, aber noch gar nicht so zerfallen. Gebäude, was jetzt eher, wo das Licht noch drin funktioniert, was jetzt eher prunkvoll aussieht noch. Aber nee, das ist wohl schon ganz schön runtergekommen. Okay. Ja. Ich habe mich jetzt gefragt, ob ich da in der Zeit durcheinander komme oder was da los ist, weil die wollten doch die Nacht bei Miss Agawam verbringen. Sind dann, wie in meiner Welt, sind die abends dahin und haben sich im Theater umgeguckt. Ja. Das heißt, für mich wäre der nächste logische Schritt, die gehen jetzt zu Miss Agawam. Und bleiben da. Ja, die bräuchten vielleicht noch irgendwie eine Zahnbürste oder sowas. Ne? Hörspiel, ja, eigentlich hätten die ja nach meiner Wahrnehmung jetzt schon irgendwie gepackt im Rucksack dabei. Aber jetzt ist eben der nächste Punkt. Sie fahren jetzt aus Los Angeles nach Rocky Beach zurück. Ja. Und es ist erstmal noch ein komplett neuer Tag, weil sie sind jetzt erstmal ja wieder am Schrottplatz. Die drei Fragezeichen ja, und der Zweitag. Also wenn ich, so wie ich es mitgekriegt habe, ist, sie gehen von Miss Agawam raus. Es ist später Nachmittag. Und sie gehen in dieses Theater. So, das ist so mein Kopf. Und dann erklärt er, dann ist es Vorabend. Dann gehen sie nach Hause, nach Rocky Beach. Am Abend treffen sie Taro, was jetzt passiert. Und dann gehen sie zurück zu Miss Agawam in der Nacht. Okay. Aber viel hin und her und langer Tag auch. Ja. Ne? Ja. Ja. Okay. Aber sie müssen ja nachfragen auch. Also im Buch muss er nachfragen, ob er da übernachten darf und so. Aber es ist doch Mittag, wenn der Sohn zum Schrottplatz kommt. Ich glaube sogar, dass das ausdrücklich gesagt wird. Aber also irgendwie ist da für mich ein Kuddelmuddel ja, drin. Ja, das ist auch, finde ich auch. Man denkt auch, ja, es ist ein Kuddelmuddel. So, und es wird halt auch schon gesagt, dass nämlich Justus und Peter dann die Nacht bei Miss Agawam verbringen sollen. Ja. Wo und ich Bob mich auch gefragt habe, ne? Warum Bob nicht? Das ist natürlich für die Story nachher total wichtig. Aber eigentlich ist das total... Ja, vielleicht hat sich Bob dann doch noch durchgesetzt. Ja, hat sich doch nein, wir haben das nicht zusammen. Das habe ich auch geglaubt. Als ich das Hörspiel gehört habe, habe ich gedacht, okay, ja, der hat sich doch noch gedrückt. Ne? Im Buch ist es so, es findet die Diskussion gar nicht, also die findet schon statt und Bob sagt, ich muss zu meiner Tante. Ja. Der beißt die Maus keinen Faden ab und dann sagen die zwei, ja, dann machen wir das halt. Ja, ne? Okay. So. Und weiß nicht, warum die diese Diskussion da im Buch so komisch führen. Ja, weil im Hörspiel ist es halt im Hörspiel war ich, nachher klar, dass das für die Geschichte Sinn macht, dass nun mal nicht alle irgendwie in derselben Kacke sitzen. So. Gut, aber gut, jetzt sind wir halt einmal, wie auch immer, mittags auf dem Schrottplatz und ich bin Taro, genau. Der gehorsame Sohn von Saito Togati. Ja, auch in echt dann wohl der Sohn von vom Sprecher, ne? Ja. Sind ja irgendwie Rainer Brönnecke und Stefan Brönnecke. Er entschuldigt sich jedenfalls im Namen seines Vaters bei den dreien. Warum eigentlich? Also ich kann ja sagen... Weil er die so brüsk davongejagt hat und... Also der Sohn kommt abends, sitzt dann mit Vater da und sagt, und Vater, was war heute los? Und er sagt, Mensch, mir ist der Scheiß Gürtel geklaut worden. Und ich habe so drei Jungs brüsk hier vom Museum weggeschickt. Taro sagt ja, dass er eine Karte, dass er ihre Karte gefunden hat. Ja. Und wahrscheinlich hat Taro gesagt, was ist denn das für eine Karte? Haben die dir jetzt irgendwie Hilfe? Ja, die haben mir Hilfe angeboten, aber ich glaube, ich war wohl ein bisschen böse und ich war im Stress und ich habe die schon irgendwie böse wieder zurück. Dem plagt das schlechte Gewissen, Ehre und so. Ja. Es geht's guck nicht so, als sei das so schwer nachvollziehbar, Stefan. Ich weiß nicht. Er hat die als drei dumme Jungen bezeichnet und er hat überreagiert. Ja, da steht er doch dazu. Ja, er hat überreagiert in der Situation und das tut ihm leid.
Aber es ist natürlich total überzeichnet, dass ich bin der gehorsame Sohn. Also da krempelt sich ja Kurz schon irgendwie so. Ja, ne? Außerdem stimmt's ja gar nicht. Er sagt, dass sein Vater, also er sagt ja dann, sein Vater sei wahrscheinlich scheiße. Was? Ja, er sagt doch so, ja, dass mein Vater hat sich da irgendwie nicht gut benommen oder so. Also, nein. Er sagt, sein Vater sei beschämt. Ja. So. Er sagt, ich bin der gehorsame Sohn und ich komme, weil mein ehrenwerter Vater beschämt ist und ihm droht eine unehrenhafte Entlassung. Ja, der ist aber nicht beschämt, deswegen, weil er die jetzt rund gemacht hat. Deswegen doch, ist das nicht tut beschämt. Ihm leid. Der will sich ja entschuldigen. Er entschuldigt sich ja im Namen seines Vaters. Ja, aber anstelle seines Vaters. Ja, das nicht ist im richtig. Namen ja, der Vater hat gerade alles andere zu tun. Ja, eben. Der Vater denkt immer noch, dumme amerikanische Jungen. Nein, das denkt er nicht. Das du, sagt er ja du willst, noch mal ganz ja, doch, du willst ich, das. Guck dir doch mal das Grinsen an. Er will da einfach in diese Kerbe hauen. Nee, und ich finde schon. Also ich werde das Taro nicht schlau. Taro spielt für mich gar keine Rolle. Er ist so das komische Bindeglied zum nicht vorhandenen, zum absenten Tahito Sogati. Ja, so letztendlich. Aber der spielt null eine Rolle. Auch im Buch ist er ganz wenig und wird dann bezeichnet als ihr Freund. Wo ich denke, was? Wo denn? Zweimal treffen sie den. Ja, also gut. Also man kann ja sagen, es ist ein feiner Kerl. Ne? Ja, das ist aber sehr höflich. Etikette und ist halt ein bisschen an der Leine auch, ne? Ja. Aber. Da sind die ja noch befreundet mit Jeff aus dem Zauberspiegel. Und mit dem haben wir schon wenig zu tun. Ich glaube, du magst den einfach nicht, ne? Doch, Taro, der geht mir am Popo vorbei. Ich denke halt immer an Togal. Denkt ihr auch an Togal? Diese so ganz früher so ein Schmerzmittel gewesen. Nein. Nö, kenne ich nicht. Egal. Also, ich glaube, ich reagiere auch einfach so, weil dieses Vater-Sohn, dieses japanische. Also, das hat auf mich halt Eindruck hinterlassen. Ich sag's nochmal, deswegen kannst du dir nicht einfach so jetzt hier. Ne, die Ehre beschmutzen. Ne, das, so von geht das nicht. Nein. Er ist schon mal die Ehre beschmutzt. Alter, so. Ja, also ich sag mal so, auf jeden Fall ist Taro da und es ist eine gute Gelegenheit, wo der Justus eigentlich mal kurz aus dem Nichts brillieren kann. Er sagt nämlich, und ist der Gürtel gefunden worden? Nee, ist er nicht. Ah, dann ist er noch im Museum. Ja. Ja. So, Punkt. Ist jetzt auch klar. Ja, kann ja logisch, er kann ja nur anders. Im Museum sein. Was hat doch Sherlock Holmes irgendwie eigentlich gesagt, wenn du alles Wahrscheinliche ausschließt, kann nur das Unwahrscheinliche sein. Also Deduktion nach Sherlock Holmes. So. Ja, genau. Ja, ja. Oder? So ähnlich. Dann ist das, was übrig bleibt, die Lösung, auch wenn sie unmöglich erscheint. Genau, so. Ja. Ja, so das ist kommt es, ja auch schon in Schwarze Katze vor. Die enden ja bei der Verfolgung an einer Mauer. Und das ist so dieses, da über die Mauer kann aber keiner rüberklettern. Aber das ist ja dieser Fliegenmensch, der dann doch da drüber geklettert ist. Und so, und da sagt Justus das auch schon. Das muss die Lösung sein, er muss da drüber geklettert sein, weil wenn man alles andere ausschließt, muss das, was übrig bleibt, die Lösung sein, auch wenn sie unmöglich erscheint. Ja, aber da hat man ja sogar noch eine Chance, das nachzuvollziehen und Justus recht zu geben. Aber da kommt das halt sehr aus dem Nichts. Ja. Genau, und dann sagt er, du gehorsamer Sohn, ne? Such alles mal, ab. Geh mal lass zurück doch mal in Ruhe, Stefan. Geh mal zurück zu deinem Gehorsam, zu deinem beschämten Vater. Zu deinem beschämten Vater und sag dem, der soll mal gefälligst hinter die Bilder gucken. Ja, da ist er selber noch nicht drauf gekommen, der ist nämlich dumm. Ja. Der ist nicht nur beschämt, der ist auch noch dumm. Und die durchsuchen dieses Scheißmuseum, aber hinter das Bild guckt keiner. Nee. Also da, wo Verstecke sind, da guckt keiner. Ja, ist euch eigentlich klar, was Justus damit überhaupt meint im Hörspiel? Wo dieser Gürtel steckt? Nein, also ich habe da ein Bild und das macht gar keinen Sinn. An langen Seilen hängen die von der Decke, die Bilder. Ja. So habe ich das verstanden. Und dahinter ist dann halt Platz zwischen Luft. Wand und Bild. Ja. Und dahinter könnte man den irgendwie, weiß ich nicht, mit Prittstift von hinten an das Bild kleben. Ja, aber den würde man halt auf keinen Fall auch irgendwie so sehen können, ne? Nee. Da muss man sehr gut nachsuchen, weil der ist ja auch, der ist ja auch, also da wären die Diamanten schon wieder cleverer gewesen zu stehlen, als diesen Gürtel. Aber naja. Im Buch führt er das genauer aus, nämlich, dass er sagt, zwischen Rahmen und Leinwand, weil diese Rahmen so fett sind, so, ist quasi so eine Art innere Ablage, wenn ihr euch das Bild von hinten vorstellt. Ne? Ja. Ist zwischen Leinwand und Rahmen. Der Rahmen geht hinter das Bild noch, also hinter die Leinwand. Und da könnte man den Gürtel reinlegen. Das meint er tatsächlich. Ne? Ja, gut. Die Frage ist natürlich auch die, wie wollen ihn die dann holen? Aber das ist ja die grundsätzliche Frage an der Geschichte. Ja, es ist auf jeden Fall nicht nachvollziehbar, was Justus da für eine Idee hat. Aber gut.
Ja. Taro nimmt gütigst diese Idee auf und sagt, danke, danke, danke. Mein Vater wird noch beschämter sein, vermutlich, weil ihr das, weil dumme amerikanische Jungen ihm seinen Job erklärt haben. So. Aber dann kann er wenigstens behalten. Und dann geht er. Und dann kommen wir eigentlich, finde ich, zu meiner Szene des Herzens. Sie gehen zurück zu Miss Eggman. Ja, ich finde das so krass, man. Wir springen halt wirklich jetzt voll. Ja. Jetzt sind wir gerade wieder voll im Gürtel-Thema drin und ja, das ist Juwelendiebstahl. Und jetzt kommt wieder Bam. Das ist das, was Stefan so mag. An sich nämlich mag. die zwei Fälle, die parallel laufen. Aber ich finde, an der Stelle laufen sie eher durcheinander. Aber jetzt kommt auf jeden Fall Stefan eine starke Szene, ja. Ja, nämlich jetzt gehen sie zurück zu Miss Eggman. Mhm. Und Justus hat eine Polaroid-Kamera dabei, die damals der heiße Scheiß war. Ja. Nee, aber es ist keine Polaroid, sondern eine Polaroid. Was? Okay, sagt er das so? Ja, also ganz komisch. Irgendwie hat er eine Polaroid-Kamera mit. Also ich kann es auch gar nicht so nachmachen, aber es ist auf jeden Fall nicht Polaroid. Und dann ist es so... Polaroid, irgendwie so Raid. Ruhig, ja, ganz ruhig, komisch. Sie legen sich, also sie gehen zu Miss Eggman zurück. Nehm ich rechts auf, das ist Quatsch. Und sie legen sich hin, so. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Oder es ist eigentlich schön gemacht, aber es könnte man schöner machen. Ja. Ich habe ja das Buch gelesen und im Buch ist es so, sie schleichen sich dann heimlich von hinten ins Haus rein, ne, damit sie keiner sieht. Und sie schlafen erstmal vor, weil die Miss Eggman sagt, das passiert immer erst um 12 Uhr nachts. Ne. Außer natürlich, ihr kommt mittags, dann klopft da schon mal einer an die Scheibe. Ja, oder ja, außer dann. Und dann ist es ja so, das ist ja im Hörspiel auch so, es klopft nachts an die Scheibe. Der Peter sagt, oh, what? Und dann macht es schon Blitz, weil in der dunklen Ecke saß der Justus und hat den blöden Gnom fotografiert. Fotobomb. Ja. Es geht halt unglaublich schnell. Ne? Ja. Oh, ich habe eine Polaroid-Kamera und dann zack, bam, Foto gemacht. Habt ihr schon mal versucht, mit Blitzlicht gegen eine Scheibe ein Foto zu machen? Ja. Super geil aus. Das klappt meistens gut. Ja, das stimmt. Hast du recht. Man sieht sich. Aber gut. Ach, schade. Jetzt hast du mir das kaputt gemacht. Ich hielt das für echt wasserdicht, was er da gemacht hat. Aber stimmt ja. Ne? Das vielleicht war die Scheibe entspiegelt. Ich dachte ganz ehrlich, deine Szene, die du jetzt so toll fandst, ist ja die Action auf dem Garten, auf der Wiese. Ja, das geht aber, es geht weiter tatsächlich. Ja, also, die gucken dann ja raus aus dem Fenster und sehen da, Gnomen, die Bock springen. Gnominnen, die Bock springen. Und ihr wisst das bei Gnomen eigentlich, wie pflanzen die sich fort? Gibt's Gnomen? Das ist so ein Bild, das habe ich halt noch original aus meiner Kindheit abgespeichert. Ich sehe den Garten vor mir, ich sehe das einzige Büsch, ich sehe, wie die da rausgucken und ich sehe, wie diese Gnome da Bock springen machen. Ne? Ja. Warum auch immer. Man fragt sich natürlich schon, warum sitzt die da nicht und rauchen? Oder? Schabernack. Ja. Rauchen ist kein Schabernack. Rauchen ist deviantes Verhalten. Nein, die treiben Schabernack. Demnächst rufe ich auch mal das Ordnungsamt an und sage so, also da draußen, da treiben welche Schabernack. Und was machen die denn? Die machen Bockspringen. Die ganze Zeit. Das provoziert mich. Da musst du aber erstmal irgendwo hingehen, wo du Leute findest, die Bockspringen machen. Ja, aber ich glaube, das ist so, die sind halt so klein und garstig und wuselig und unberechenbar und flink. Ja. Und die sind halt direkt in deinem Vorgarten. Ne, also ich meine, Unverschämtheit. So. Ja, und Justus hat aber dann auch gleich die super Idee. Also beziehungsweise, der hat wie ein Geistesblitz. Dem wird dann klar, der so, Moment, Gnome, die Bock springen, das kann nur eine Erklärung haben. Der Neffe von Miss Eggman hat die Gnome beauftragt. Ja. Und wenn alles andere Schabernack zu treiben, wenn man alles andere ausgeschlossen hat, ist das, was übrig bleibt, die Lösung. Genau. Damit sie verkauft. Aber jetzt frage ich euch, was hat der Neffe davon? Er erbt doch sowieso. Ob er jetzt das Geld vorher, also er erbt ja nicht früher, wenn Miss Eggman zu ihm zieht. Nee, er hat wahrscheinlich mehr Stress dann, wenn die bei dem ist. Eben. Ne? Aber ist doch viel besser, die Gnome treiben sie in den Wahnsinn und Ja, aber wollen die nicht auch einfach aus dem Weg haben? Ja. Da. Also es geht ja nicht darum, ums Erbe, das ist ja, ich sag mal, Beiwerk. Ja, aber der Neffe, wieso der Neffe? Der Neffe, laut Justus, ist hinterm Erbe her. So, das macht keinen Sinn. Das ist eine verschissene Deduktion. Ja, aber Justus hat ja auch nachher in der Folge noch auch den Moment, wo er erkennt, dass seine Schlussfolgerungen auch nicht immer ganz richtig sind. Ja, und das ist auch im Buch ist er auch da im letzten Drittel, kriegt er eine ganz schöne Krise. Ja, wenn er sagt, ich habe euch in diesem Film, in diesem Fall nichts beigetragen. Ne? So, und dann. Außer ein Blitzlicht im Fenster. Ja. Gut, ich meine, auf jeden Fall können wir jetzt diese wunderschöne Szene da bestaunen von Purzelbaum springen und Co. Und ich meine, die beiden machen das, was man jetzt nun mal macht, nach draußen, Attacke. Ja.
die Dinger stören und einfangen. Total geil, dass die ach so Seil. Kostbare Kamera irgendwie erstmal runterfällt und Peter so, ja. Oh, egal, macht nix. Ja, so im Gedanken kann man sie ja später wiederholen, wenn wir die Gnome haben. Ja, wir mussten den Gnome ja fangen, ne? Ja, wenn, sie da jetzt, so wenn er die jetzt aufgehoben hätte, dann wäre der Gnome weg gewesen. Ja. Ja, aber die Betonung ist so gelangweilt da von Peter, wie das fand ich so. Ja. Weil eigentlich soll jetzt so eher nochmal Stress und Action und es kommt so ne, Gerangel und Geräuschkulisse, wo wieder so einfach eine Action-Szene ist und Peter ist da halt relativ entspannt. Aber auch das zieht sich durch die Folge. Das meine ich, ist die spielen da mit ihren Stimmen. Manchmal gelingt es noch nicht so ganz. Ne? Also die sind noch nicht so die Vollblut-Profis als Sprecher. Und das war jetzt, muss ich sagen, im Buch wirklich toll. Weil im Buch ist es so, sie kommen in diese Falle, ne? Mhm. Aber dann beginnt erstmal eine fette Prügelei und der Peter und also Justus und Peter beide machen zwei Gnome platt, ja, so nehmen die an den Füßen und schmeißen die so hin und her, wirklich so. Klatschen die mit dem Kopf an die Wand, oder was? Wir merken aber, dass die immer wieder kommen, diese Gnome, und versuchen sie im Dunkeln abzuhauen. Und es beginnt so eine Verfolgungsjagd in diesem alten Theater und sie können sich verstecken und entdecken dann den Rawley, der die Gnome anweist, die zu finden, so unbedingt. Ja. Und dieses Theater ist wie eine alte, wie so ein mauretanischer Palast aufgebaut, also sieht so aus. Und sie flüchten sich auf ein Minarett. So. Und von dort aus versucht der Peter mit einem Nylonseil runterzuklettern. So. Okay. Aber auf halber Strecke entdeckt der Rawley sie und sagt, ich schneide das ab, wenn du nicht wieder hochkommst. So, ne? Und der Peter kann halt gerade noch ein blaues Fragezeichen an die Hauswand malen, bevor er sich wieder hochzieht und sich dem Rawley ergibt. Ach, guck mal, das ist im Hörspiel eher so 3 Sekunden Rangelatschen. Ja, schade, weil das ist ein ganzes Kapitel und es ist echt spannend. Also so. Und vor allem ist es voll cool, wie sie die Gnome verdreschen. So. Ja, aber in den Hörspielen sind ja diese Action-Szenen in den frühen Hörspielen ja immer sehr kurz gefasst. Ja. Das finde ich auch sehr schade. Aber schön an dieser Action-Szene im Hörspiel finde ich, wie Justus erstmal noch sagt, los, schnappen wir sie uns, weißt du so, und sie dann irgendwie in diese Falle geraten und dann der Rawley so sagt, los, schnappt sie euch. Also im Prinzip genau das Gleiche, nur so nach dem Motto, anfangs dachten wir, wir hätten Oberwasser und jetzt dreht sich die Situation um 180 Grad. Ja. Ne, und dann wird ja auch erzählt, sie kämpften wie die Löwen, ne, das kommt ja auch rüber. Dann, aber sie hatten es halt mit einer Übermacht von, ich weiß nicht, 6 Gnomen und 3 Erwachsenen zu tun, weil dann sind ja da auch noch Driller und wie heißt er? Chuck. Ja, beide Frage am Arsch. Ja, Stefan. Diese Stimme. Ja. Ich meine, gut, ne, sie werden letztlich überwältigt und in den Kohlenkeller gesperrt. Ne, und, das ist doch, aber das ist Jacks Stimme, ne? Der dann sagt so, diese Debile da. Boah, so. Alter, diese Stimme, die geht ja gar nicht. Wo du ja denkst, das ist der Gnome, aber das ist ja kein Gnome. Nee, der hört sich irgendwie so ein bisschen an, als hätte der irgendwie bei der Verteilung des Erbguts Pech gehabt. Kennt ihr so, der ist so ein bisschen hohl. Ja. Ne, so einfach. Ne? Ja, auf jeden Fall, der Rawley lässt sie halt fesseln und sperrt sie in den Kohlenkeller. Und der Justus kombiniert. Und da weiß er schon alles. Und im Buch sagt er sogar, er hätte es gewusst, bevor sie in diese Falle geraten sind, als die Gnome sich zurückgezogen haben ins Theater, hat er gewusst, das ist eine Falle. Und er hat gewusst, da wird ein Tunnel gegraben, da wird alles. Das wusste er alles. Ja. Also in dem Moment wurde es ihm klar. Ne, so. Schön auch, dass beim Tunnelgraben einer Driller heißt. Ne? Ja. Das ist natürlich auch schön, dass Peter irgendwie nach einmal kurz gerangelt und auf die Fresse sofort die Namen von den dreien so parat hat, als wenn er so viele alte Bekannte. Ja. Ja, Mackie Messer. Aber ja, letztlich genau. Da wurde mir dann auch erst klar, das Haus von Miss Agram liegt eben genau zwischen Theater und Bank. Und dazwischen erhebt sich der Berg. Genau. Und letztlich ist dann, wie du gesagt hast, Justus derjenige, der dann auf einmal die Eingebung hat, dass da ein Tunnel gegraben werden soll. Aber nicht zum Haus von Miss Agawam, sondern dran vorbei natürlich. Wo gräbt man einen Tunnel hin? Zur Bank. Ja. Zur Bank, zum eigentlichen Schatz, ja. Ja. Bevor ich das gelesen habe, dachte ich, die graben also irgendwie, das wäre auf einer sehr langen Strecke Miss Agawams Haus auch noch. Hm. Und jetzt ist es ja sehr, eingeklemmt, wo ich denke, naja, was spart man sich, ne, wenn man jetzt von Miss Agawams Haus quasi ausgraben würde, spart man sich auch nicht so viel. Das war ja aber, glaube ich, sein ursprünglicher Plan oder so.
von diesem Ja, und Rowling, da, oder und nicht? da wird mir ja auch klar, warum Miss Eggwurm im Weg ist. Weil die das Hören mitkriegen könnte, kriegt sie ja auch mit. Ja. Dann denke ich mir aber andererseits, gut, hätte sie das mitgekriegt, hätte sie vielleicht nicht so einen Aufwasch gemacht, wie wenn da irgendwelche Gnome durch ihren Ja. Vorgarten hüpfen, weil das ist ja jetzt nicht die wesentlich Ja. unauffälligere Taktik, unauffällig was zu tun. Ja. Es ist so, dass im Buch gesteht der Rowley, dass er mit Roger unter eine Decke steckt, mit dem Neffen. Und zwar, der Neffe weiß auch nichts von diesem Bankraub, ne? Okay. Aber der Neffe will, dass er verkauft, und der Rowley sagt ihm, ja, Kriegen wir ist schon okay, das hin. kriegen wir hin, ich schicke so ein paar Gnome, ja, so. Und deswegen glaubt er ihr auch nicht, weil die hat ihn ja auch schon mal gefragt, Ja, so. der Rolly war ja auch früher einer der Gnomen von Miss Eggwim. Ja. Er war ja eins von diesen Kindern. Genau, und er steckt also, wie gesagt, mit diesem Neffen unter einer Ja, Decke. das ist ja auch diese Formulierung, die Justus nochmal benutzt, um ja so ein bisschen Spannung zu erzeugen. Die Gnome kommen direkt aus den Ja. Kinderbüchern oder so, ne? Genau, und Peter dann so sagt, Oh. so, hä? Und Justus dann so sagt, es ist hoffnungslos mit Ja, ihnen. du Ja. denkst zu wenig, ne? Das ist halt Ja. schon noch ein Ich geiler finde aber. Nein, aber wo ich Spruch. mir aber auch denke, so, ja, danke, Justus, du hast mich hier jetzt dann in so eine Situation gebracht, obwohl du es eigentlich vorher wusstest. Ja. Ja, hältst aber schön die Klappe, lässt uns ins offene Messer laufen und wirfst mir Das vor, ich würde zu wenig macht er die denken. ganze Zeit übrigens, da in Ja. diesem Hörspiel. Also mehr Ja. als sonst. Und ich Unsympathisch. finde, dass das wirklich auch, er lässt den Leser da auch allein, oder den Ja. Hörer lässt er da auch allein. Oh, wie Ja, wenn man ja. das hätte ahnen können. Er ist immer so im Nachhinein so schlau. Da bin Das, ich auch im Übrigen. ne? Ja, aber Naja. das hat mir echt auch bei der Folge, ich meine, ne, so grundsätzlich so ein bisschen wehgetan, die nostalgischen Gefühle mit dem analytischen Blick zu mischen. Das Ja. war schmerzhaft bei der Folge. Aber ja, schmerzhaft war, glaube ich, auch für Peter und Justus die Nacht im Kohlenkeller, die sie dadurch einfach auch mal kalt und einsam verbringen mussten. Ja, und Ja. dann kommt ja auch die Offenbarung noch des Gnoms, ne? Ja, aber erst erzählt er, ist es ja Ja. so, dass er den Rowley konfrontiert mit dem, was er schon Ja. weiß, ne? So. Ja. Und der Rowley ist ja dann sichtlich beeindruckt und Und er bietet sagt: ihm noch an, irgendwie, hör mal, ey, du hast alles, was du brauchst, du bist clever, du kannst bei uns mitmachen, du wirst Ja, reich. meint er das Also. ernst? Habt ihr den Eindruck, der meint das ernst? Ich glaube, das ist so eine Ja. Szene, ja, ich glaube, der meint das ernst, und Justus ist da auch ganz ernst in so, ne, danke, ich will aber nicht in deine Gang, weil Ich das bin ist nicht moralisch. legal. Ja, und das So, nimmt ja. unweigerlich ein schlechtes Ende. Genau, ich Ja, glaube, das so. ist ernst gemeint. Das ist so ein bisschen moralischer Ja. Zeigefinger. Ja, wenn dieser Anders als Rowley, bei ich komme mit dem Whitney. nicht klar, der ist, Scheiße. der sagt, mach mit. Ja. Und sagt, aber ich habe auch kein Problem, ich bringe dich um. Ja. Ne? So, weil er sagt ja ganz klar, beziehungsweise die Gnome eröffnen Ja. das ja dann irgendwie, diesen Plan, den sie irgendwie von Rowley ja anscheinend aufgeschnappt Naja, haben. die Gnome, es kommt ja jetzt auch raus, ne? Die Gnome sind eigentlich Lilliputaner. Die gibt's in Hollywood recht viele, wegen Filmindustrie und so. Und da gibt's halt auch eine Nachfrage, sag ich mal, nach Lilliputanern. Und die sind halt letztendlich verkleidet mit aufgeklebten Narben und Kontaktlinsen. So löst sich das nachher alles In den auf. 70ern. Ja. Gleichzeitig sind sie auch noch eine Akrobatentruppe, ne? Was ja auch irgendwie rauskommt an der Stelle schon. Ja. Ja, und es kommt halt auch raus, dass Rowley ja diese Idee hatte mit dem Tresor, ne? Weil sein Vater die Bank Genau, das damals hat. gebaut hat Ja. und immer davon erzählt hat, dass der Tresor nur aus Beton sei. Wo ich mich Ja. auch Aus Stahl, ja. frage, hä? Echt? Naja, normalerweise ist ein Tresorraum natürlich von allen Seiten mit Stahl, ne? Ist ja klar, damit man da auch so nicht drankommt. Damals haben alle gedacht, ach was, wird schon keiner graben, ne? Ist nur wichtig, dass die Ja. Vordertür aus Stahl ist, und jeder denkt ja dann, so mache ich Ja. das, wenn ich meine Online-Spiele, Seven Days to Die, mache ich auch. Die Tür mache ich fett, sodass jeder denkt, der hat so weitergebaut, ne? Da komme ich nicht rein. So. Ja. Ah. Und in Wirklichkeit ist aber drumherum Holz, ne? Also, die Jetzt Mafia ist wissen auch es alle. so, Sagst du noch mal kurz, unter welchem Namen du spielst, Stefan? Nee, ist ein schlauer Move, ne? Ja, Solange schon. der Konstrukteur die Klappe hält. Und das finde ich eigentlich ein super Aufhänger. Also, ne, wenn Ja. man die Geschichte, also kann ich mir gut vorstellen, Robert Arthur kam die Idee, ja, wieso macht er das? Ah Ja. ja, finde ich eigentlich eine tolle Sache, Schön finde ich auch tatsächlich. schon, dass er da auch schon mit seinem Vater viel drüber gesprochen hat. Also auch der Vater war schon jemand, der durchaus seinen Sohn im Geiste erzogen hat, dass man doch durchaus mal ein krummes Ding drehen könnte. Ja, glaubst du? Ich Ja. glaube, der hat es dir einfach nur so erzählt. Der war ein aufrechter Ingenieur und hätte nie Nee. gedacht, dass sein Vater, sein Sohn dieses Wissen mal nutzen wird, um ihn zu Nee, beschmutzen. mein Ne? Eindruck war ganz anders, weil er nämlich sagt irgendwie, und ich habe oft mit meinem Vater darüber gesprochen, und warum sollte man da oft drüber sprechen?
wenn das nur so, also wenn das keine größere Relevanz. Die ich glaube, das also war ein gehorsamer Sohn eines ehrenwerten Vaters. Nee. Ich sehe das ganz anders. Vater war nämlich Kahito Sagami. Nee, ich sehe das so, dass der Vater auch schon durchaus sich Gedanken darüber gemacht hat, dass man da mal ein Ding drehen könnte, weil er dieses Wissen hat, was kein anderer hat. Und da mit seinem Sohn oft drüber gesprochen hat. Und dass das nicht aus Stahl, sondern nur aus Beton ist. Und dass der Sohnemann jetzt irgendwie das Erbe des Vaters fortführt und sagt, na gut, dann mache ich es jetzt. Kann auch sein. Ehrenwert. So. Ja, aber weißt du, ist ja auch so, was gibt es da groß zu bereden? Ich habe das blöde Ding, hat keinen Stahl. So, ja. Punkt ja. aus. Also warum sollten Sie denn dann oft darüber sprechen, wenn ja, genau. nicht genau das Ziel wäre? Das ist nur Beton, kann man durchbohren. Genau. Da hey, lass uns doch mal reden. Ja, kann man durchbohren, ist Beton. Ja. Lass uns jetzt nicht so auf Granit beißen, ja. hier so fest beißen, so, ja. sondern mal weiter im Text. Also die Gnome... zwischen Vater und Sohn. Entschuldigung. Das ist so geil, ich weiß nicht, ich glaube, wir werden dreistündig doch irgendwie. Nein. Weiter. Weiter. Also krass finde ich dann noch die Gnome, die da wirklich auch anfangen, irgendwie gehässig und böse, bedrohlich, brutal zu werden. Ja. Somit ja, ihr werdet jetzt auf eine lange Seereise gehen, auf die ihr nicht zurückkommt. Ja. Also, was die alles wissen, da schwebt eine Menge Todesangst so jetzt in den nächsten Szenen mit. Also entweder ihr landet auf dem Meeresgrund oder wenn ihr Glück habt, werdet ihr irgendwo als Sklaven verkauft. Es gibt nämlich noch Teile der Welt, wo Sklaven durchaus gehalten werden. Genau, das kommt später. Das waren die 70er, ne? Da hat man gedacht, man ist kurz vor der Ausrottung alles Bösen auf der Welt. Heute würde es niemand mehr hinterher schieben. Es gibt durchaus noch Teile, wo Sklaven gehalten werden, wenn das einfach jeder weiß, dass es das noch gibt. Irgendwie. Ja, der Amazon-Paketbote zum Beispiel. Ich meine, wir werden als Amazon-Paketbote enden. Ja. Und Peter so, nein! Naja, auf jeden Fall diese Gnome, die demaskieren. Ich lasse euch einfach kurz ausreden. Nee, das dauert zu lange. Na, ich wollte jetzt voran machen. Während also die Gnome ihnen ein düsteres Schicksal prophezeien, ist auf der anderen Seite Bob und Patrick auf der Suche nach Justus und Peter. Sie fahren zu Miss Agamemnon. Und Bob erzählt auf der Fahrt dem Patrick auch, dass der Taro ihm erzählt hat, sein Vater hätte jetzt hinter die Bilder geguckt, aber nichts gefunden. Ne? Und ist jetzt wahrscheinlich total auf 180. Ne? Ich finde das so doof, Steffi. Du hast mir jetzt echt nochmal deutlich gemacht, dass dieser Wächter da wirklich eine taube Nuss ist. Also, ja. Tja, so ist es aber leider. Ja. Im Übrigen, Bob und Patrick sind auch echt ein gutes Team, ne? Das machen die schon mal öfter. Ja. So durch die Gegend fahren. Die fahren ja auch Gipsbüsten holen und so, ne? Ja. Und da sind sie jetzt auch schon wieder unterwegs. Aber auch in der Szene sind die beiden echt cool zusammen, finde ich. Ja, Patrick ist ja so auch wirklich interessiert an diesem Fall. Das finde ich ganz cool. Das hat man ja sonst nicht so häufig. Ne? Ja, und so Patrick ist auch nachher zurück noch. Zum Schrottplatz und so, ne? Ja, aber Patrick ist auch nachher noch eine sehr coole Sau. Ja. Das ist aber, finde ich, ganz wichtig, weil tatsächlich als Kind wünscht man sich ja so jemanden, so weil Patrick, der ist ja voll, der hier Muskelprotz und so, ne? Und als Ire auch kampferprobt. Ja, und man sagt denen ja nach, dass sie sich häufig prügeln. So. Ja, ich tue mich da schwer mit, ob der mir nicht da als Sprecher zu cool bis gelangweilt ist. So, ne? Der strahlt da diese Ruhe aus, so bis es wehtut. Ne? Ja. Also, das passt nachher nicht so ganz, aber auch da greifen wir vor. Ne? So also, richtig, die Todesangst kommt bei mir da aber auch nicht rüber, ist bei mir auch als Kind da nicht rübergekommen. Weil man muss ja schon sagen, sie fahren jetzt da zu Miss Agamemnon, sie finden die Kamera. Ich frage mich, warum diese Kamera dann jetzt auch erst das nochmal Bild ein Bild entwickelt. Ja, es ist ja eine Polaroid. Ja, die muss das Bild ja eigentlich schon lange ausgespuckt haben. Genau, das muss eigentlich schon da längst liegen. Aber gut, sie sehen natürlich dann die Gnomenfratze und schlussfolgern, dass sie erwischt sein worden sein müssen. Aber bleiben wir erstmal ruhig. Woraus sie das folgern, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Ich bleib dabei hängen, wieso sollte dieses Bild mehrere Male da drin sein, der Polaroid? Was ist das für eine Polaroid? Komische. Eine Polaroid. Eine digitale Polaroid. Nee. Eine Polaroid macht das anders als eine Polaroid. Da kommt es erst 2 Stunden später das Bild raus. Nee, da kann man so oft draufdrücken und es kommt immer wieder das gleiche Bild raus. Weil das eingefangen wurde. Ja, es ist komisch und da ist das natürlich blöd, weil auch damals gab es so eine Kamera nicht. Ja, so, da merkt man, dass es mit der heißen Nadel gestrickt ist. Ja, ist halt für die Dramaturgie ist das natürlich cooler, wenn die dann da das Bild so sehen und ja, es hätte aber auch einfach schon entwickelt daneben liegen können.
Ja, er hätte es verlieren können. Ja, genau, es hätte da liegen können. Ja. Sie aber das mit dem Fragezeichen am Minarett, am Turm finde ich schöner. Ja. Im Buch ist beides, witzigerweise. Da kommt derselbe Fehler drin vor. Ne? So, nur er sieht halt auch noch dieses Fragezeichen. So. Okay. Ne? Aber also es ist schon so, der sie wissen, da ist jetzt was passiert und sie müssen überlegen, was machen wir jetzt. Ja. Ne? Und dann kommen sie ans Theater irgendwie und der Bob sagt, hey, geh jetzt mal nicht um die Ecke von diesem Theater, dafür haben wir extra ein Wir Spiegel Detektive wissen, was wir tun. Ja. Ja. Um jede Ecke gehe ich jetzt, nur noch mit Spiegel. Ja. So. Ich hatte irgendwann mal aus dem Yps-Heft so ein Um-die-Ecke-Gucker, so ein schwarzes Rohr, das konnte man so ausziehen und hatte so zwei Spiegel und damit konnte man so wie mit so einem Periskop so um verschiedene Ecken. Ja, es ist ja auch der absolute Kinderdetektivtraum, den er da gerade lebt. Ja. Mit Spiegeln um die Ecke gucken ist nun mal der kleine, ne, Yps einmal eins des Detektivseins. Ja. Aber ohne Anlass. Ja, das stimmt. Ja, einfach, weil man es aber als ich früher um Detektiv gespielt habe, war der auch keinen auch gemacht. Anlass. Ja, gut, aber das ist halt schon ernst irgendwie so. Ja, gerade ist die Situation dafür irgendwie zu ernst, um so ein Bullshit zu machen. Ne? Ja. Naja, gut, auf jeden Fall. Es ist natürlich voll super, dass er das macht. Und das Timing stimmt auch zufällig. Ja, ja. Weil die haben jetzt beschlossen, dass sie quasi, also der Rorty hat jetzt beschlossen, loszugehen. Mhm. Und verlädt ganz viel in den Transporter. So Säcke. Ja, genau. Die zappeln. Ja. Super, super Gelegenheit für Patrick, einfach auch mal wegzugehen. Genau. Such mal einen Polizisten. Ja. Jetzt ich dachte eigentlich, der kampferfahrene Patrick stürmt da jetzt drauf zu und haut den alle auf Runde. Ja, hat er ja nachher gemacht. Aber naja, egal. Er geht einen Polizisten suchen. Wann seid ihr das letzte Mal losgezogen, einen Polizisten suchen? Ja. Ich habe zumindest lange keinen mehr gefunden. Vielleicht war 1981 noch der Schutzmann an der Ecke. Den letzten Polizisten, den ich gesehen habe, war vor 2 Wochen. An dem bin ich am Auto vorbeigefahren, der stand vor einer Grundschule. So, aber du findest doch keinen Polizisten, wenn du rumläufst. Nee, die muss man anrufen. Oder war das früher anders? Ja, wie gesagt, das ist dieses Klischee vom Schutzmann an der Ecke, glaube ich, wirklich wenn so. Wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Ede der Rory aus, weil der Rory den Schutzmann nicht mag. Rory fischt gern im Trüben und der Schutzmann treibt ihm aus rund um die Uhr Tag für Tag. Großartig. Ja, der Schutzmann, den man sucht, findet man nicht. Den findet er aber nicht. Und der Rolli fährt los und der Bob denkt sich, Lecko Funny, wo bleibt der Patrick? Und der kommt zurück und dann setzt sich in den Lastwagen und dann fahren sie dem Transporter hinterher. Ja, aber dann erstmal natürlich Perspektivwechsel wieder auf Justus und Peter. Und auch da, ich meine, eigentlich das Stichwort Todesangst, aber Justus erzählt irgendwas vom großen Houdini und wird schon klappen. Schon wieder? Schon nicht. Was soll das? Das meint er, das ist beruhigend, oder Nee, was? Gar nicht. Und Peter sagt ja auch direkt so, ja, danke. Es würde mich beruhigen, wenn ich Houdini wäre. Super. Aber ich bin Peter Shaw. Ich glaube, der Justus dissoziiert, oder? Ja. Das ist so, dass er sich wegschießt, damit er nicht in die Hosen kackt. Ja, also das wirkt schon tatsächlich irgendwie psychisch gestört, was der Justus da sagt. Und es ist halt wirklich auch grausam, wie der Zwerg dann sagt, von wegen, vielleicht ertrinkt er auch nicht, sondern wird halt dann irgendwie als Sklaven verkauft. Ja. Also, das ist schon irgendwie... Sehr gehässig. Ja, und auch ungewöhnlich bedrohlich. So. Ja, aber für mich kam die Bedrohung da nie so richtig rüber. Mhm. Irgendwie, weil... Es passte damals auch schon irgendwie nicht in mein Drei-Fragezeichen-Universum, dass irgendwer ins Wasser geschmissen wird, um zu ersaufen oder als Sklave verkauft wird. Also es passte irgendwie nicht rein. Ja. Okay. Ja, es ist ja so, Peter versucht es ja nochmal und sagt, hey, Mann, krass. Ich finde das doof, was da passiert. Also ich will nicht sterben. Ja. Ne? Und Justus sagt, das war doch aufregend. Ja. Ich denke, Justus hat schon voll abgeschlossen mit allen Leben. Ja, der antwortet halt so ein bisschen auf der Sachebene. Ne? Warum haben wir das gemacht? Ja, Nervenkitzel aufregen, Erfahrungen sammeln, um uns geistig fit zu halten und so. Also, jetzt sind wir geistig fit tot. Genau. Ist ja besser Dr. Nagasakis, Dr. Taros Gehirnjogging gemacht. Diese psychische Störung vom Borderline-Typ, ne, den sagt man ja auch nach, dass sie so
gefahrsüchtig sind. Mhm. Also dass die fallen ja oft auf, dadurch, dass sie durch ihren Fahrstil zum Beispiel, wie die Auto fahren. Und ja, so ja, oder generell so sehr sowas, risikohaftes Verhalten. Da habe ich ja nochmal gedacht, ist der... Ist Justus Borderliner? Ist Justus Borderliner? No. Steckt in Justus ein Borderliner? So, es ist ja manchmal... Wollt ihr jetzt auch noch singen, sehen, so. Was Borderline. Song kenne ich gar nicht mehr. Die gute alte Madonna, komm. Naja. Aber gut, jetzt die Szene finde ich halt auch eine unglaublich schöne Szene, weil es so eine klassische Gangster-Szene ist. Ne? Die halten dann an und die Gang trennt sich so mit den Instruktionen, was man jetzt zu tun hat. Ne? Die Beute auf einmal ausgeben und erstmal so ein bisschen, ne, lay low. Und, die sind ja aber eher lose verbandelt, oder? Also so die, ja, die sind halt so eine Akrobatentruppe, ne? Ja, aber wir Lilliputaner. Wir halten zusammen. Ja, soll ich als Jordi sagen, ja toll, ich bin ja kein Lilliputaner, du Penner. Voll die Diskriminierung hier auch, aber gut. Ja, gut. Ja. Sie halten auf jeden Fall zusammen. Patrick sieht, wie die Kinder da aussteigen, ne, und sagt, jetzt machen sogar schon Kinder bei sowas mit. Ja, ganz soll ich raus und die verprügeln? Also ganz ehrlich, auch da ist halt wieder eigentlich so ein Logikfehler drin, weil ich meine, die sind halt echt lange unterwegs. Ne? Dann kommt irgendwann der Patrick zurück und hat keinen Polizisten gefunden. Dann fahren die los und überraschenderweise finden die dann doch irgendwie den LKW auch mitten wieder dann auf dem Weg da zum Hafen. Ja. Also, ja, aber ist da nicht noch irgendwas auch so mit Walkie-Talkies und so? Ja, später. Ja, also im Buch ist es so, das habe ich nämlich auch komisch gefunden. Bob und Patrick fahren ein Laster, der ist wohl sehr lahm. Das, was die fahren, ist ein Transporter. Der ist leicht zu erkennen, weil dem eine Tür, also eine Tür ist, hat eine andere Farbe als der Rest, so. Und aber später im letzten, wo die dem davon gehen, da fährt er auf die Schnellstraße und da können die dem nicht mehr folgen. So. Mhm. Und dann sind sie darauf angewiesen, die Geschichte mit hier Funkgerät. Ah, ja, also es bleibt so ein bisschen holprig, aber ja, mag man so. Ja. Ja gut, und auch bei diesem, jetzt machen da schon Kinder mit und Bob weiß im Prinzip, dass es irgendwie, dass da Gnome drin vorkommen und dass Gnome klein sind und so und also da hätte man schon irgendwie drauf kommen müssen, dass er nicht unbedingt Kinder. Das ist das, was mich ankotzt. Hier wird ständig, echte Kinder können scheinbare Kinder nicht von erwachsenen Lilliputanern oder Kleinwüchsigen unterscheiden. Ja. Na bitte, also. Ja. Das ist schon seltsam. Und da muss auch nachher der Twist mit diesem Goldzahn, wenn ich jetzt mal vorgreifen darf, nicht unbedingt kommen. Also das finde ich auch sehr... Naja, auf jeden Fall, sie sind noch in der Verfolgung, ne? Und die sollen jetzt halt auf Schiffe verladen werden irgendwie. Ja. Sie kommen da zu diesem Hafen. Ja. Das erfahren sie über dadurch, dass sie das Funkgerät einschalten. Also es ist ja so, dass... dieses Funkgerät ist ja irgendwie noch im Spiel. Das hat ja anscheinend auch der Justus mitgenommen. Das weiß man nämlich so, auch nicht. Wieso am anderen Ende der Leitung auf jemand gerade auf Empfang drückt? Genau. Ich glaube, das war früher normaler. Ja, und man weiß auch nicht. Ja, früher gab es halt eine Frequenz für Funke. Ne? So, ja. Ich weiß nicht. Es ist halt sehr ungewöhnlich, dass jetzt dieser Marvin Gray, dass der Rawley, dass der natürlich was soll's, ist halt so. Er funkt zufällig auf derselben Frequenz. Ja. Und sie kriegen es mit. Sie schalten auch zum richtigen Zeitpunkt ein. Natürlich. Da setzt er einen Funkspruch ab. Ne? Ja. So. Und sie schalten zum richtigen Zeitpunkt ein und erfahren so, dass es ein Hafen sein muss. Ja. Und Patrick schließt, in diese Richtung gibt es nur einen Hafen, den von Los Angeles. Und der ist auch bestimmt total klein, der Hafen von Los Angeles. Da kommen sie ja dann dran, dass es eben nicht klein ist. Ja, so. Ja, Pier 19 müssen sie dann hin, ne? 37. Oh Gott, oh Gott. Also sie sind halt wirklich, obwohl da ja irgendwie schon eine bedrohliche Situation ist, ist da der Patrick einfach total optimistisch und total gelassen und auch super, dann fahren wir da jetzt hinterher und alles gut. Dein Glück, dass heute Sonntag ist, sonst könnten wir diese Einbahnstraße nicht in die falsche Richtung benutzen. Komm, ich baller da durchs Tor. Das fand ich aber allerdings geil. Das ist so ein bisschen A-Team-Style. Ja, also greifen wir vor. Sie sind ja dann im Hafen und denken, ja scheiße. Wobei das jetzt wirklich nur ein paar Sekunden später ist. Aber es geht ja sehr schnell, aber man muss wenn man der Story folgen will, sie sind am Hafen und denken, scheiße, der Hafen ist ja voll groß und so. Ne? So, dann wieder Funkgerät einschalten, oh ja, hallo, hier Aktion, hier Hafen, hier Tunnel. Ja, genau. So, Pier 37, seid in 5 Minuten bitte da. Ne? So, daraufhin sie, Pier 37, scheiße, wo ist der? Keine Ahnung, da vorne ist ein Cop. Ja, fragen wir den da Cop. Ist der Polizist. Ja, ist der Polizist, am Hafen hängt er rum. Ne? Der eine, sagen sie zu ihm, pass auf,
wo ist Pier 37, geht um Leben und Tod, sagt der Dalai. Links, rechts, dann geradeaus, ja, dann links, rechts, dann mal links. Rum und so. Dann wendet Patrick und der Bulle sagt, das, ja, das ist nicht erlaubt, ich fahre euch hinterher, ihr Schweine. Ja. Und dann fahren sie Pier 37, da ist aber ein verschlossenes Eisentor, ja, und es ist kurz vor Schluss und dann kommt Bob die super Idee, hey, Patrick brettert durch ja, dieses so Eisentor. Ein geiler durch. Showdown wie früher, ja, in den, yeah, Vorabendserien. Ja, Patrick steigt aus, bombt alle um, ne, haut alle direkt weg, schmeißt, ja, ins Wasser rein. Der Polizist ist total geflasht darüber, wie, ja, krass so Matt Bud Spencer. Was, dem brauche ich doch nicht mehr zu helfen, der hat die doch schnell ins Wasser geworfen. Und vor allem, ich meine, ich kann mich in der Folge echt schwer entscheiden, was da mein Lieblingszitat ist, aber die Szene ist halt schon auch geil, ne? Der Polizist sagt irgendwie, halt, sie sind verhaftet, und Bob sagt, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ja. Das ist halt einfach echt geil, ne? Also, ja. Ja, sie werden befreit und man könnte meinen, es ist das Ende. Aber es ist natürlich nicht, nein, das Ende. Es ist ja lange nicht alles aufgeklärt. Auf gar keinen, ne, Fall. Also, man hat jetzt eigentlich nur diesen Bankraub verhindert. Also was heißt verhindert? Also aufgedeckt oder, ja, oder in seiner letzten Vollendung, ja, quasi vereitelt final, noch. Ja, so, vereitelt, ja, genau. In, ja, letzter Minute. Ja, ja, aber es gibt ja noch einen goldenen Gürtel und es gibt ja noch die Ehre eines Saito Togati. Ja. Aber die Banditen sind weg, ne? Die sind schon in Combro. Ja. Die ist weg, der ist nicht gefasst. Nee, die Bankräuber sind noch nicht gefasst. Nee, ja, genau. Genau, ja. Ja, ja, und Peter ist ja auch am nächsten Tag, ist das, glaube ich? Das eine Woche später ist eine Woche so, später so ein Zeitsprung, sogar, ja. Und da sprechen sie ja noch drüber und Peter fragt sich, wie konnten die denn so gut untertauchen? Und was soll das? Der ist also enttäuscht vom Ermittlungsapparat der Polizei. Mhm. Und weil er sagt, der eine hat doch einen Goldzahn. Nee, das sagt Bob. Mhm. Bei mir. Bob sagt, dass ihm aufgefallen wäre, dass sogar einer der Pfadfinder einen Goldzahn hätte. Irgendwas mit Goldzähnen sind doch gar nicht so, ja, selten. Ja. Aber Peter sagt ja erst, stimmt. Ja, Peter sagt erst, Mensch, der eine hat doch sogar einen Goldzahn. Und dann sagt der Bob, ja, die sind doch nicht so selten. Ich habe neulich so ein Pfadfinderkind mit einem Goldzahn gesehen. Ich meine, alleine das Argument von Peter ist ja schon irgendwie Blödsinn. Nach dem Motto, den Bankräuber muss man noch schnell finden, weil er einen Goldzahn hat. Also, gut. Weil den hat er vielleicht auf der Stirn. den haben ja nur Ahnung, ganz wenige und nur Bankräuber. Ja. Aber es ist natürlich die perfekte Überleitung zu dem, was halt jetzt kommen muss. Ja. Dass Bob dann sagt, ach ja, hier, ne, Pfadfinder mit Goldzahn. Ja. Da, aber da denke ich, das klar. Ja, ja, aber ich denke auch schon vorher, weißt du, ein erwachsener Lilliputaner, der einen Goldzahn in der Fresse hat, so, der hat vielleicht auch Bartwuchs. Ja. Ja, oder zumindest irgendwas im Gesicht, was sagt, der ist vielleicht nicht 7. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das sieht man doch. Ja. Man sieht doch, ob das ein Kind ist. Auch wenn die sich super gut als Gnom tarnen können, aber die können sich doch wie ein Kind tarnen. Ich meine, die laufen doch auch komisch. Also anders. Die Geier, ja. Nein, aber es ist so, dass jetzt Kleinwüchsige ja anders laufen, ja, ja, als Kinder. So. Ja, also ja, das ist alles schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja. Ja, also kannst das du so sagen. Ist ja so. Und, aber ich möchte ganz kurz, weißt du, wer nämlich jetzt kommt nochmal? Taro. Der Taro Togati. Stefan, ist das schön, oder? Ja. Ich freue mich immer, wenn der auftritt. Ja. Ja, er kommt nochmal und er ist traurig. Ja, wir müssen halt auch zurück nach Japan jetzt. Ja, sein, ne, Vater wurde unehrenhaft entlassen. Das ist schlimm, Tao. Ja, ja. Genau, da bin ich so, es kommt doch einem Todesurteil gleich oder so ähnlich. Das habe ich jetzt, nee, so krass. Nicht. Also gefühlt bestimmt, ja, ja. Und das ist im Buch, sagt er das, glaube ich. Ja, mein Vater wird unehrenhaft entlassen. Er kommt noch sehr geknickt drüber. Ne? Ja. Ja, das ist auch ein bisschen drüber. Aber genau. Ja. Wie es der Zufall so will, ist halt morgen letzter Ausstellungstag. Und wie es der Zufall so will, hat Justus offensichtlich jetzt auf einmal wieder alles, ja, geklärt. Ne? Wieder mal hat Justus alles durchschaut. Es ist nochmal Kindertag übrigens. Ne? Im Buch wird, ja, das nochmal klar, dass es Kindertag ist. Das spielt ja eine, ja, Rolle. Das ist wichtig, ja, weil wie sonst sollten sie ihn rausholen. Ja, genau. Den Gürtel. Ja, wir können es ja verraten. Ja, ja, der Gürtel ist noch da. Ja. Und ja, die Lilliputaner. Die Lilliputaner waren Pfadfinder. Also die Pfadfinder mit den Goldzähnen waren es. Ja. Das weiß aber außer Justus momentan noch keiner. Und Justus, ja, lässt alle im Dunkeln und sagt, Taro, morgen kommst du mal schön vorbei in die Zentrale, dann gebe ich dir was. Und Taro sagt, ja, ich bin auch der gehorsame Freund von Justus Jonas. Genau. Ich mach das einfach mal. Ich frage auch nicht nach, weil, ja, nee, Justus Jonas, genau, ist ehrenhaft. Ja, und den anderen, also der kommt ja dann auch, den anderen gibt er die Anweisung. Nein.
Den ganzen Tag alle Geheimgänge von der Zentrale zu benutzen und dann die ganze Zeit zu das erfahren wir ja dann erst. Ich meine, das geht jetzt wirklich direkt in der nächsten Szene weiter, aber das erfahren wir ja erst in der Rückblende. Ach so, ne? Es ist tatsächlich so, dass er sagt, hier, komm mal morgen wieder und dann, tadada, nächster Tag. Und Justus kommt da dickbäuchig in die Zentrale gelatscht. Ja. Und die anderen sagen, wir haben es, wie du gewünscht hast, gesagt, wir sind dauernd rein und raus gelaufen. Ja. Ne? So aus den verschiedensten Eingängen, außer Notfallausgang 1 und 2, glaube ich, den haben sie nicht benutzt. Ne? Also ja, das kommt im Hörspiel jetzt nicht vor. Ja, das ist wichtig, weil sonst könnten die ja, die wären ja, dann wären die Lilliputaner aus mehr Ecken gekommen. Ja, sie brauchen ja auch noch einen Fluchtweg, den keiner kennt. Ja, das macht Sinn. Hat Justus, ist er beleibter als sonst und offenbart, dass er den Gürtel bei sich trägt. Ja. Tada. So, tada, da ist der Gürtel. Woher hat er ihn? Der Justus hat ihn gestohlen. Ja. Die Drecksau. Ja. Die dicke Sau hat keiner untersucht. Ja. Also, ja, nee, auf jeden Fall. Aber die können sich gar nicht freuen, weil schon greifen die Lilliputaner ein und kommen aus verschiedenen Ecken. Ne? Alarmstufe Rot, Lilliputaner, höchste Gefahr. Ja. Jetzt haben wir einen Samurai-Sohn da. Ne? Ja. Und drei andere und vier Lilliputaner. Das ist eine Riesenzentrale, wa? Man hätte die ja locker kaputt hauen können. Ne? Haben sie ja also im Buch schon mal gemacht. Ne? So. Ja. Ja, das stimmt. Es ist auch dafür, dass Justus das ja mit seinem Genie so eingefädelt und geplant hat, ist er selber ziemlich panisch in dem Moment. Ne? Ja. Als hätte er das irgendwie doch nicht kommen sehen. Ja, weil Justus hat ja natürlich schon die Polizei im Rücken, die auch schon informiert darüber ist, dass die Lilliputaner so ja letztendlich überführt werden sollen. Ja. Und sich quasi selbst verraten sollen. Wegen Hausfriedensbruch, weil sie in die Zentrale eingedrungen sind. Ja, genau. Und Justus wird verknackt, weil er den Gürtel geklaut hat. Mehr ist denen ja auch nicht nachzuweisen. Also, um es kurz zu machen, Justus' genialer Plan war, diesen Gürtel zu holen, ja, wenn er wusste plötzlich, wo er ist. Woher eigentlich? Tja. Ja. Ja. Ja, da kann ich gleich was zu sagen. Okay. Aber das Hörspiel lässt uns da im Dunkeln. Das Hörspiel lässt es im Dunkeln. Auf jeden Fall hat er den geholt und ist dann ins Wohnheim der Lilliputaner gegangen. Die haben ein eigenes Wohnheim. Was? Ein Lilliputaner Wohnheim. Wo die rumhängen und hat dem Chefe gesagt, Alter, ich hab den Gürtel. Woher wusste der, wo die Lilliputaner sind? Ja, die wohnen wohl da, also im Buch. Also, die wohnen alle in einem Haus. Die Lilliputaner Allee 1. Die wohnen in so einem Wohnheim halt, das weiß man. Weil das ist halt auch so eine große, fette Logik-Lücke, Fragezeichen, wo ich denke, ach, dann bin ich zu dem Täter hingegangen und hab dem gesagt, hier. Ich hab alles. Ich hab den und ich will Geld haben. Ja. So. Und der Lilliputaner hat erstmal alles abgestritten, hat so getan, als wüsste er nicht, wovon er redet. Und dann hat er das eingefädelt, dass er die auf und da ist die Welt hat. Auch noch in Ordnung, weil am helllichten Tag können die einem nichts tun. Ja, und auch. Ja, aber es ist ja immer noch helllichter Tag. Nein, aber Justus sagt ja, ich bin da hingegangen und habe die konfrontiert und sagt, Peter, ja, das war ganz schön gefährlich. Und dann sagt er, nee, am helllichten Tag konnten die mir ja nichts tun. Was auch Quatsch, wenn die alle zusammen wohnen und alle zusammenhalten. Ja, da macht einfach einer hinter Justus die Tür zu und sagt, ja, okay, jetzt gerade bist du nochmal aus dem Sack gehüpft, weil dein fetter Patrick dabei war, weißt du, so, aber jetzt bist du halt dran, mein Freund. Es ist. Ach, und du hast auch praktischerweise den Gürtel. Es geht knall auf. Schneid dir so lange Zehen ab, bis du mir erzählst, wo der scheiß Gürtel ist, mein Freund. Es geht tatsächlich knall auf Fall gegen Ende. Und man merkt, dass dieses Buch zu Ende oder auch, dass dieses Hörspiel zu Ende gehen muss. Ne? Ja. So, man merkt es. Ich finde es auch unglücklich, dass eigentlich mit der Befreiung von Justus und Peter ja eigentlich die Spannung raus ist. Also es ist ein bisschen, als Deutschlehrer würde man sagen, ja, tut mir leid, du bist am Ende von der Geschichte. Ja. Du kannst dich nochmal nachklappen. Sehe ich anders. Also ich finde, jetzt kommt noch dieser Clou. Also zum einen ist der Überraschungsmoment groß, dass der Gürtel auf einmal auftaucht. Das schon, wenn man das so, also auch als Kind und zum ersten Mal hört, ist das schon irgendwie ein ganz cooler Move, dass Justus auf einmal mit dem Gürtel da durch die Tür kommt. Sehr überraschend. Und es wird halt jetzt auch nochmal, finde ich, sehr cool erklärt, wie dieser Raub überhaupt zustande, also wie der irgendwie vonstatten gegangen ist. Und das, finde ich, gehört so zu der Stärke der Folge. Auf jeden Fall
dazu? Also es war ja so, dass die Lilliputaner gleichzeitig eine Akrobatentruppe sind, die halt sehr geübt darin sind, irgendwie, ich sag mal, aus Körpern Pyramiden zu bauen oder aus ihren eigenen Körpern Pyramiden zu bauen und sich halt irgendwie... Das sind vier, ne? Also, ja, oder die stellen sich alle auf ihre Köpfe so, dann sind die halt zweieinhalb Meter groß. Sind die so groß wie normal? Ja, wenn die zur vierten eine Pyramide machen, dann sind die in etwa so groß wie ein normaler Mensch. Scheiße, jetzt machen wir uns das auch noch kaputt. Ja, verdammt. Das ist so ein schöner Moment. Nein, aber vielleicht, die sind ja auch leicht. Vielleicht kann den unten einer auch 10 Meter hoch werfen. Zwerge werfen. Ja, genau. Ach, Mann. Irgendwie, das zerfetzt mir gerade so viele schöne Kindheitserinnerungen hier. Nee, es geht also, viel kaputt. Das haben wir dir gesagt, als wir gesagt haben, wir planen ja, Podcast. Ja, ist okay. So, also der... Und noch was, woher zum Teufel weiß Justus das jetzt auf einmal? Hat ihm das irgendwie vor im Kopf geschissen? Also ich habe keine Ahnung, woher das ist. Nee, es kommt aus dem Nichts. Das ist ja nicht unlogisch. Aber man hätte gerne hingeführt werden. Nee, die machen Leiter. Die können aufeinander klettern und können das Gleichgewicht halten. Ja. Dann ja. sind die schon doppelt so groß wie ein normaler Mensch. Und dann können die auch irgendwo hin. Und dann macht das auch alles Sinn. Und es macht übrigens auch Sinn, warum haben sie nämlich nicht die Diamanten genommen, sondern den Gürtel. Im Buch wird's klar. Weil das musste irgendwie... an der Wand sein. Sonst hätte das nicht funktioniert mit dem schnell in den Lüftungsschacht tun, weil da war der Gürtel. Ne? So. Ja. Das Ding selber steht, die Diamanten stehen in der Mitte des Raumes, da kommt man nicht hin. Ja. So. Da hätten die keinen Pack angehabt, um da reinzukommen. Ja. Und so konnten die das besser machen. Und aber man wird nicht hingeführt. Das ist so blöd, das kommt alles so hoppla hopp. Aber ich muss halt sagen, als Kind kann ich mich gut daran erinnern, dass ich dieses Tempo in der Geschichte, Entwicklung und Szenenwechsel, Zeit- und Ortwechsel, also konnte ich total gut mitgehen. Es ist so ein bisschen wie ein Drama in 5 Akten. Dass irgendwie der 4. Akt nochmal so ein bisschen Entspannung bringt und dann im 5. nochmal dann Conclusio quasi. Ich muss ja auch zugeben, dass ich selbst als Kind die Enden immer schwierig war, weil ich tatsächlich auch oft eingeschlafen bin. So, also nicht alles immer gehört habe. Aber hier ist schon ganz klar, hier war das Ende mir absolut unbekannt. Ich wusste gar nicht mehr, und ich weiß auch warum, weil es in den letzten 5 Minuten aufgeklärt wird eigentlich. Und vorher weißt du nicht Bescheid. Ja. Vorher gehst du immer doof raus. Das ist halt bei den alten Folgen schon häufiger so. Ja, auch. Ja, aber da finde ich es besonders krass. Also da bleiben einfach unglaublich viele Fragen offen. Und die wichtigste an der Stelle ist, woher weiß Justus das? Ja. Wie kommt der auf all das? Also klar, man kann ja raten, aber dass dann trotzdem alles genau so stimmt in der unendlichen Fülle von Möglichkeiten, die es gibt, ist halt einfach Quatsch. Im Buch ist es so, dass weil sie bei Alfred Hitchcock sind, der Alfred Hitchcock sagt, ja, ich weiß es genau, ich habe ja euren Bericht super gut gelesen, es war auf diesem Sims, da gibt es wohl Simse, die an denen früher die Fäden waren, damit die Bilder da runterhängen konnten. Und Simse. Auf diesem, wollen wir mal festhalten, es handelt sich nicht um Textnachrichten. Ja, also auf so einem Vorsprung. Ja. wo der drauf liegt. Und dann sagt der Justus, ja, gute Idee, war es aber nicht. Ja. Es war aber tatsächlich... hätte es auch funktioniert, weil es war ja keine Leiter im Raum und deswegen haben alle nicht oben gesucht. So. Und er hat sich halt gedacht, Mensch, ja, musste oben gucken und hat den Lüftungsschacht gesehen und hat gesagt, alles klar, im Lüftungsschacht ist es. So. Und dann die nächste Frage, wie hat der den da rausgeholt? Verdammt gute Frage. Hat er den Hausmeister gefragt? Ach ja, der Gürtel, der euch geklaut worden ist. Ich nehme den mal eben mit in unsere Zentrale, ja? Wie ist er überhaupt an den rangekommen? Er ist ja kein Lilliputaner, der mit anderen hier... Ja. Ja, scheiße, stimmt. Ja, also mit wem hat er das abgesprochen? Er hat den ja wirklich geklaut. Ja, der ist ja da reingegangen und hat den scheiß Gürtel geklaut. Der Tahito Sagati hätte den ja den nie gegeben. Ich glaube, wir stolpern da natürlich echt über diesen Punkt, dass sobald du, glaube ich... alle fiktiven und so ein bisschen dramatisch zugespitzten Storys zu sehr auf Logik abklopst, wirst du halt scheitern. Ne? Es ist halt für Storytelling. Es ist hier krasser als in den meisten anderen Fällen. Also hier passt, da passt am Ende wirklich echt für mich nichts mehr zusammen. Und das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum ich diese Folge jetzt nicht so oft gehört habe, wie zum Beispiel den tanzenden Teufel. Ich meine, da kann man auch überstreiten in den ganzen Sachen. Aber, ne?
Ja. Deswegen werden wir nie den Tanzenden Teufel besprechen. Meinst du? Ist das deine Lieblingsfolge? Ja, ist eine meiner Lieblingsfolgen. Aber, ja, aber Entschuldigung, ich muss auf jeden Fall noch sagen, dass der gute Herr Wachmeister, Wachmann, Tugatti ja noch seinen Auftritt hat. Ja. Ja, der ja vorher kommt natürlich die Polizei, nimmt die Lilliputaner fest und nicht Justus. Ja. Obwohl Justus den Gürtel geklaut hat und nicht die Lilliputaner. Also die Lilliputaner haben im Prinzip nichts anderes getan als Straftat, als den Gürtel zu verstecken im Museum. Geklaut hat ihn Justus. Ja. Ja, 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 ich meine, also wenn es zu einer Gerichtsverhandlung gäbe, würde man sagen, Rechtsstaat, na gut. Hm. Ja, gute Frage jetzt. Ja. Ne? Haben wir noch eine Stunde? Ist das verboten, einen Gürtel zu verstecken? Also das würde vielleicht als Schabernack durchgehen, aber Justus klaut. Ja, da muss man die Absicht, es zu besitzen, dahinter stecken. Aber es ist so, es wird zumindest Unterschlagung oder whatever. Ja, egal. Machen eine Sonderfolge drüber. Ja. Ja, aber ist ja interessant, fehlt unsere. Fehlt, was meint ihr? Ist das? Ja, was komisch. Ist, was Justus da macht und ist das Diebstahl? Haben wir vielleicht irgendeinen Juristen oder eine Juristin unter unseren Hörern? Und Hörern. Aber ja, was narzisstische Helden halt so machen, das ist das, was der da macht. Ne? Ja, also es ist so tatsächlich, um das zu sagen, der japanische Wachmann hat nochmal einen Auftritt, er entschuldigt sich in aller Form für seine anfängliche Grobheit. Ja, auch kleine Bücher können große Ratschläge geben. Entschuldigung, das ist ja wohl. Ja. Großes Kino, Stefan. Das ist fast so wie ihr kleine schon, Mäuse. Na, das ist ja viel mehr Poesie, mein Freund. Justus Han. Ja. Flag die Maus den Adler, wohin es geht. Ja, auf jeden Fall. Nee. Ja, wie geht's zu Ende? Sie lachen. Nee, sie wollen Sporttauchen gehen. So. Ja, ne, euch qualmen die Köpfe, weil ich gedacht habe. Ne, ich meine, Justus ist derjenige, der. Ja, Justus, ja. Weiß ich nicht. Auch mit mehr Glück als Verstand in dem Fall. Irgendwie nicht alles auf dem Meeresgrund gelandet ist wegen Bob. Ja. Ja. Im Übrigen, ja. Auf den letzten Drücker hat er irgendwie so alles ein bisschen rumgerissen. Ich finde es enttäuschend. Ich bleib dabei, auch wenn man sagen kann, das ist oft die Schwäche und so. Ich gebe der Hanno recht. Das ist aber in dieser Folge wirklich auf die Spitze getrieben, so am Schluss. Diese Folge ist nicht schlecht. Ich mag dieses Gnome-Motiv. Ich finde das Gruselige daran. Und als sie die beim Bock springen sehen und so, finde ich gut. Aber was diesen anderen Fall angeht mit dem Gürtel, ist. Das ist so schnell, klär es auf. Ja. Ich finde halt die Grundidee, wie die diesen Raub planen, auch mit dem Verstecken der Beute und mit diesem Pyramide machen aus Zwergen und so, das ist irgendwie kriminalistisch eine coole Idee. So ein bisschen Ameisenmensch auch. Ne? So. Da kommt, das ist ja nochmal das Gleiche eigentlich. Nur halt diesmal mit Kunst. Ja. Weißt du, ich kannte Ameisenmensch gar nicht. Danke. Voll schön zu Weihnachten. Komm mal, hör doch auf. Aber ich merke halt leider auch, dass ich da wirklich, ich komme da ins Schwärmen, weil ich die als Kind toll fand. Wenn ich die jetzt heute höre, denke ich, diese abwegige und super komplexe Story in knapp einer Dreiviertelstunde gepresst, kann halt nicht funktionieren, wenn du aktiv mitdenkst. Ja. Wenn du dich so einfangen lässt von der Stimmung und dich da so durchtreiben lässt, dann wirst du gut unterhalten. Ja. Ist die auch super abwechslungsreich und dicht an Bildern, die so innere Bilder und Szenen und coole Momente. Aber du darfst halt nicht anfangen, zu intensiv darüber nachzudenken. Ja, wenn es so wäre, würde ich dir recht geben. Also, aber das kann ich nicht. Nein, ich finde aber trotzdem, der grobe handwerkliche Fehler, der eigentlich auch vielleicht auch so manchen Ersthörer oder nicht so analytischen Hörer stört, ist aber, dass es zwei Enden gibt, also so, dass es noch nicht, dass es dann so noch am Schluss nochmal so ein Aufbäumen gibt, so, und dann, so, also weißt du, was ich meine? Also dieses, nachdem Bob und Justus und Peter befreit wurden, macht er nochmal schnell alles. So, das finde ich irgendwie blöd. Das hätte dann irgendwie parallel. Also das Wichtigste finde ich für mich, dass du sagst, du findest es cool, dass es mehrere Geschichten gibt,
die ineinander verwoben sind. Und das macht die Story gut. Aber sie werden nicht gleichzeitig gelöst, sondern sie werden auch nacheinander gelöst. Aber sie werden gut zueinander geführt, dass auch immer die Gnome und der Gürtel... Eigentlich ist ein Zufall, die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Wobei der Rawley hat denen irgendwie geholfen, ja. Aber eigentlich haben sie nichts miteinander zu tun. Und wenn ich gucke, flüsternde Mumie, das geht ineinander über... Ja, wie, ja, ich meine, nichts miteinander zu tun. Der goldene Gürtel, das ist ja... Das Einzige, was da zusammenhängt, ist, dass die Gnomen an beiden Straftaten beteiligt sind. Waren, ja. Also die sind Multiverbrecher. Ja. Ja, das ist ja halt diese Minderheit. Das sind alles Verbrecher. Ja. Miss Egoem kommt halt einfach dem ganzen Plan insofern in die Quere, als dass sie von den Gnomen und dem Baulärm da aufgeschreckt wird und über Hitchcock da die drei Fragezeichen Nase dran kriegen. Ist doch genau, und ohne die Gnomen hätten die drei Fragezeichen noch die Nase überhaupt nicht dran gekriegt, also wäre alles auch in Ordnung gewesen. Ja. Also hätten einfach die Quatsch-Idee mit den Gnomen weglassen sollen, sondern einfach nur graben und alles wäre gut gewesen. Ja, ja. Aber eigentlich so die beiden Verbrechen, also sind ja zwei verschiedene Verbrechen und nur zufälligerweise sind es überschneiden sich die Täter, aber die Täter begehen auch zwei verschiedene Verbrechen. Die hängen nicht miteinander zusammen, die sind nicht zur Vertuschung einer anderen Sache. In Flüsternde Mumie zum Beispiel. Es ist ein Verbrechen. Ist diese Katze geklaut worden, damit sie so aussieht wie die Katze von Raorkon. Mhm. So, also die hängen zusammen, die beiden Fälle. Oder in Poltergeist ist es dasselbe Verbrechen. Ja, du hast recht, es geht dann nochmal um den geplanten Bankraub zusätzlich und da, wird es dann anzuhinken. Ja. Aber nee, das ist, muss ja nicht sein, aber vielleicht hat man sich übernommen, ich weiß es nicht, ich will da auch gar nicht so weit drauf rumreiten. Ich habe mal geguckt, die Kritik im Netz an dem Fall ist eigentlich dieselbe, die wir haben, diese Lilliputaner als getarnte Pfadfinder, daran hängen sich viele auf, dass man das nicht vorher merkt und dass es eigentlich auch schnell aufzuklären gewesen Zumal wäre. Zumal Bob das irgendwann auch schon mal sagt. Die Pfadfinder hätten mit ihrer Spitzhacke irgendwie den Kasten einschlagen können oder hätten das da irgendwie und dann irgendwie irgendjemand sagt, nee, ist ja Quatsch, das geht ja gar nicht und so weiter, das ist ja wohl gewesen so. Ja. In dem Buch bemerkt er auch schon im ersten Kapitel, dass der einen Goldzahn hat. Ja, also okay, alles klar, scheiße. Ja. Ja. Naja. Was übrig bleibt, sind Fragen. Ne? Erstmal, wie lange dauert so ein Tunnel zu graben eigentlich? Mhm. Das kommt ja auch drauf an, wenn du Driller dabei hast, geht's schnell. Und von wo hätte Rawley eigentlich gegraben, wenn er nicht Nachtwächter im Theater geworden wäre? Er ist doch extra, extra dafür ist er ja Nachtwächter geworden. Und ich denke mal, dass der Plan auch erst darauf aufbaut. Ja. Also die Frage finde ich jetzt leicht zu beantworten. Ja, er wollte ja auch, glaube ich, von der Egoem ausgraben. Ist kürzer gewesen, aber die wollte nicht wegziehen und so. Ja, das ist ja wirklich Quatsch, weil ich meine, wie viel Meter kann er sich da sparen, wenn die Häuser direkt nebeneinander sind? Ja. Einige. Mann. Ja, aber ein Meter ist vielleicht viel, ne? So, wenn du es so mit einem Löffel gräbst. Ja, gut. Ja, aber ich meine, ihr sagt. Ja, klar. Ich meine, habt ihr schon mal. Bin jetzt kein Grabexperte. Ich bin jetzt auch kein Gnome mit Spitzhacke, der da irgendwie sein, weiß ich nicht, aber seine ich Profession nur hat. Mein Opa war Bergmann, aber die hatten auch andere. Wir hatten auch andere Werkzeuge. Zum Beispiel schon mal Sprengstoff, ne? Das wäre natürlich aufgefallen. Das wär wahrscheinlich aufgefallen. Ja, aber das war doch bei Roter Pirat, oder? Spannend wäre jetzt natürlich zu wissen, was ist euer Charakter der Folge? Gibt's einen? Habt ihr einen, wo ihr sagt, Mensch, der überzeugt mich. Los! Ja, mach ich! Einfach wegen der Stimme. Nein, das ist natürlich ein Witz. Charakter der Folge. Ich finde Justus total doof. Ich finde den überhaupt total unsympathisch. Peter ist jetzt auch nicht der Mega. Am ehesten noch Patrick, weil der so souverän und entspannt irgendwie da den Tarzan macht. Aber der nimmt mir zu sehr die Spannung daraus. Der ist so super cool, obwohl da gerade die Verfolgungsjagd abgeht. Und genau das finde ich. Das macht Patrick aber auch aus irgendwie. Der ist immer total cool. Auch als der irgendwie damals bei mit den Gipsbüsten unterwegs ist und dann sagt so, es reg dich nicht so auf. Ja, aber passt das ja inhaltlich auch. Und auch bei Bedrohte Ranch ist der auch der gelassenste in dem ganzen Scheiß. Ich finde, da ist er sich sehr treu. Der ist halt einfach ein total entspannter Typ, der nichts aus der Ruhe bringt. Also für mich wäre es Patrick deswegen, weil er in mir natürlich vor allem als Kind nochmal den starken Beschützer da einfach hat. Und das war für mich ja nochmal das Unschlagbare, wo die so brillieren, auch die beiden Iren. Ne? So als etwas, wo man sich als Kind wünscht, die an seiner Seite zu haben. Ne? So. Deswegen hätte ich auch eher Patrick gesagt. Mhm. Im Buch ist es auch so, dass Patrick
viel ängstlicher ist, wenn er sagt, hey, das mit den Gnomen, das ist kein Witz, ne? Also ich komme aus Irland und die gibt das ja, und wenn die dich angucken, können die dich zu Stein verwandeln und so, seid echt vorsichtig mit den Gnomen. Und das jedes Mal dann halt auch glaubt, als der dann das Foto geil findet, sagt er, alles klar, ich weiß Bescheid, die haben die und die haben die in Stein verwandelt, ne? So. Cool. Okay. Ja, also ich habe auch keinen eindeutigen Charakter der Folge. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass der gute Herr Togati auf mich als Kind einen starken Eindruck hinterlassen hat und insofern als Charakter mir sehr hängen geblieben ist. Ich kann das aber mit dem heutigen Hören einfach auch nicht mehr aufrechterhalten. Also ja, aber es hat halt dieses japanisch-fernöstliche, irgendwie hat halt Eindruck auf mich. Ja. Das verstehe ich damals auch. Ohne den Togati. So, halt super Stereotyp auch das Ganze, ja, ne? Leider. So. Seht ihr diese Zigarette? Ja, weil es mir gefällt. Ja. Aber ohne den Togati würde der Fall auch ganz viel verlieren, tatsächlich. Ja. Also wäre der wirklich, das ist ja schon, also daher ist gar nicht so blöd, ne, sondern den zu nehmen, sondern ich finde, der hat schon was Prägendes. Ja. Ja, euer Zitat, habt ihr eins? Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Gleiche haben. Du hast es nämlich vorhin schon gesagt. Das Ding ist, ich habe halt wirklich, ich habe halt drei mir rausgesucht, weil ich mich echt noch nicht entscheiden kann. Und dann fange ich an, weil du hast mehr als ich. Kleine, Justus San, vergib mir. Kleine Bücher können große Ratschläge geben. Ja. Finde ich, ist so ein richtig schöner Glückskeksspruch. Der passt. Ja, also ich habe, oh ja, es ist wahr. Kleine Bücher können große Dann muss es doch der sein. Verzeih mir meine anfängliche Grobheit. Ja, dann muss es der sein. Ne? Also den hast du auch dabei, oder? Ich habe dann noch zwei, nämlich Alarmstufe Rot, Lilliputaner, höchste Gefahr. Finde ich super geil von Justus. Und tatsächlich dieses Halt, sie sind verhaftet. Und Bob sagt, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Das ist auch ein sehr guter. Nehmen wir alle auf und gucken, welcher gewinnt. Ja. Bei den Sprechern ist euch da aufgefallen, dass in der Neuauflage dann ein Fehler auf dem Cover ist? Das fand ich noch irgendwie, da habe ich nämlich geguckt in der Sprecherliste, dachte ich, was stimmt da nicht? Bei dem Jordan ist ja der Sprecher eigentlich der Franz Josef Steffens, aber in einer Version von der, ich glaube, der 96er Version ist halt irgendwie Hans Meinhardt aufgeführt. Und da habe ich irgendwie... Das ist ein Pseudonym, oder? Genau, habe ich dann halt auch echt nochmal irgendwie geguckt und es ist halt ein Fehler. Ne? Und der Hans Meinhardt ist halt auch das Pseudonym wohl für den Erich Böhrmann. Ich weiß gerade gar nicht, wie man den ausspricht, aber halt eben auch der mittlerweile verstorbene Ehemann von Heike Dine Körting und Mitbegründer des Labels Europa. Ja, stimmt. Insofern also irgendwie schlau geworden. War das nochmal total interessant, sich da auch irgendwie anzugucken, mit wie viel Pseudonymen und Zusammenhängen da doch auch irgendwie so eine Crew von Leuten irgendwie sich mit Sprechen und Entwickeln der Storys beschäftigt. Der hat und auch immer, war nicht ihr Ehemann auch der den Onkel Titus, den Alten, immer gesprochen genau hat? Genau, ja, das ist auch der gleiche, genau. Spiegel? Ja, Spiegel, genau. Aber das ist halt auch tatsächlich nur ein Fehler gewesen auf dem Cover. Ja. Ja, da habe ich auch Google, bin ja noch nicht raus schlau geworden und habe gedacht, so what, mir egal. Ja, so. Weil mich die Stimme von diesem Jordan, die ist schon cool, muss man sagen. Ja, ne? Ja. Da ist schade, dass der für diese Rolle verschwendet wurde. Ne? Ich meine, eigentlich hätte ich den Wachmann auch als Charakter nehmen müssen, weil Gott, das halt wieder mal Mr. Randur aus Fluch des Rubins ist, der da seinen kleinen, aber feinen Auftritt hat. Ja, als kurz, der war ja Wachmann der Dollar Delivery Company erstmal. Ja, Wachmann, klar. Ja. Und dann ist das Bein kaputt, dann macht er halt Museum. Meine Kollegen schossen sie ins Bein. Ja, was bleibt zu sagen? Zu sagen bleibt an der Stelle noch, dass ich die Folge an sich echt nicht so besonders toll finde, aber durch die Musik einfach. Da ist diese geile, gerade wo sie irgendwie im Kohlenkeller sitzen, ist so eine geile Dungeon-Musik. Ja, das ist schon gut, das stimmt. Das ist die perfekte Dungeon-Musik. Das ist so diese, wir sind irgendwie gefangen. Ja, also ohne Frage. Ich finde es auch, es ist keine schlechte Folge. Es ist, wenn man sie zerlegt, eine schlechte Folge. Aber so, die hat Stärken drin, diese markanten Sachen, die einfach sie so unverwechselbar machen. Und dazu gehört der Japaner.
auf jeden Fall. Ich spüre diese Brücke, die du mir bauen willst, Stefan. Das ist sehr, sehr, sehr nett. Dankeschön. Nee, und auch die Geschichte mit den Gnomen. Also diese Vorstellung, in diesem Haus von Miss Eggewim zu sitzen, in diesem Hexenhäuschen. Und da guckt der Gnomen zum Fenster rein. Ja. Zweimal. Einmal für Bob, einmal für Justus. Ja, nee, ich bleib dabei. Es war früher schon echt nicht eine meiner Liebsten. Und es wird sie auch erst recht nicht werden. Also leider wirklich auch eine schwache Folge zwischen 21 und 23. Ja. Bleibt. Ja. Dann bleibe ich da am verlorenen Posten. Ja. Ich finde die gut. Wessen Lieblingsfolge ruinieren wir das nächste Mal? Ja. Tanzende Teufel hat man jetzt schon. Tanzende Teufel könnte man nehmen. Das könnte wehtun. Oh, ja. Nicht den Tanzenden Teufel. Das besprechen wir dann nochmal in Ruhe. Was aber, interessanter Fun Fact, dass man sich bei Facebook gerade gestritten hat darüber, weil einer das Gerücht aufkam, dass dieses kleine Mädchen bei Tanzender Teufel, das seine Puppe vermisst, Heidi Klum sei. Ah. Als Kind. Aber es ist nur Heike Dine Körting, die da sich mit Stimmmodulation etwas jünger gemacht hat. Ja, das ist wirklich eine ganz komische Sache. Aber okay. Ja, naja, okay. Aber nee, wir müssen jetzt auch mal einen Schluss finden hier. Ja, und, irgendwie schon. Es bleibt uns nur, uns zu bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Obwohl wir also auch schon wieder unser Zeitlimit immer weiter ausbauen hier. Aber ja, irgendwie weiß ich nicht, wie wir zu Funkdisziplin zurückkehren könnten. Vielleicht nehme ich einfach mal die Klappe, Heidi, jetzt und das Wort an euch übergebe. Ja. Nee, wir wiederholen jetzt nämlich nicht. Also das war schön, Stefan, das muss als Schlusswort reichen.